Willkommen, Freunde der virtuellen Zeitverschwendung, zu einer ganz besonderen Sendung Giga Games. Ihr seht es vielleicht schon an unseren opulenten Kostümen. Es ist Silvester heute Abend. Wir haben uns eine Uhr gekauft und deswegen werden wir heute eine Sendung Gen 0 laufen lassen, damit wir mit euch zusammen den Start ins neue Jahr 2006 feiern. Und wie so oft benutzen wir das als eine super Ausrede, uns keine Themen auszudenken und stattdessen einfach nur wie blöde miteinander Spaß zu haben. Ich werde mal ein wenig zur Seite gehen, damit ich mich noch artikulieren kann, auch wenn in meiner Lunge keine Luft mehr ist. Was jetzt ist. Damit seid ihr dran. Ja, Simon, wir sind jetzt hier hochgestürmt, weil natürlich, wir wollen auch mit dir zusammen ins neue Jahr feiern. Ich hoffe, wir dürfen das doch, oder? Nein. Gibt's uns hier Oh Mann, dann gehen wir halt an. Könnt ihr alle wieder? Dann gehen wir wieder. Komm. Nein. Du kannst auch 2 Stunden alleine hier deine Simon-Show abziehen. Bitte, da habe ich ja total Bock. Nein, wir müssen sagen, heute ist eine ganz besondere Sendung. Nicht nur für unsere schönen, geschätzten Kollegen, sondern auch für die Techniker, für die Kameramänner, für alle. Heute ist was ganz Besonderes am Start und wir haben uns einiges ausgedacht. Ja. Nee, es war gelogen. Aber wir haben einiges noch ganz kurz vor der Sendung geplant. Und deswegen gibt es ein dickes Match heute. Ja, es war ja gefordert von der Community. Ja. Im Forum groß und laut. Super Mario Smash Football. Das Rematch. Das Rematch. Dun, 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 dun. Ich bin gespannt, der Budi sitzt hinten schon und der trainiert noch. Der wollte nicht hochkommen, weil er hat... Der gibt noch schnell ein paar Cheats ein. Der hat sich gerade eben in die Hose gemacht und kann trotzdem auch deswegen nicht mehr aufzustehen. Dazu muss man natürlich Felix, denn das Ganze kommentieren. Du bist ja auch noch da. Unter dem Menschenberg, da ist Tim. Unter mir begraben. Die ist schon ein bisschen mopsig geworden über das Jahr hier bei Giga, aber ich werde es versuchen. Genau, Tim und ich, wir werden das Ganze kommentieren, werden versuchen, das so gut wie möglich zu machen, denn wir beide haben das Ganze noch nie gezockt, also wird es dementsprechend lustig. Sehr gut. Ich hoffe, dass ihr durchaus auch mal den Controller in die Hand nehmen werdet. Ganz besonders, weil ich dich mit dem Controller in der Hand dieses Jahr noch mal sehen muss. Und auch dann zum Start ins neue Jahr. Ich mag es nicht. Okay, aber wir haben noch mehr. Wir werden heute auch noch eine Runde Mario Kart Double Dash fahren. Und da haben wir ja auch immer unsere Favoriten. In dem Fall natürlich der Nils. Darf nicht. Natürlich, der Budi. Der Nils darf nicht mitmachen, gell? Bin ich auch dafür. Schön, dass ihr das so entschieden habt. Wir faken gleich noch einen Vote für die Seite, damit da Nils auch nichts mehr sagen kann. Wir stellen so eine Nils-große Pappfigur dahin und sagen, hier. Ja. Wird wahrscheinlich keiner merken. So ein Schneemann mit Kohle. Röglein, das passt dann auch. Wir sehen schon, wir sind gespannt, was heute passiert und sind aber sowas von lustig aufgedreht, dass das eine schöne Sendung wird. Nachher gibt es auch noch was zu knabbern, nicht für euch, sondern für uns. Alkohol soll auch verteilt werden, habe ich gehört. Oh, sehr gut. Ja, jeder einen Fingerhut an. Ja, genau. Finger und Kaviar, Finger und Schnaps. Das ist heute unser Silvester. Du wolltest noch was sagen? Ja, okay. Jetzt habe ich ihn erstmal ins Delirium geschickt. Wir gucken uns kurz, während wir alle so nett zusammen sitzen. Ich weiß, ihr könnt so voll gemütlich abwarten. Richtig. Gucken wir uns mal schnell etwas an in unserem Trailerpark, das vermutlich nachher, wenn die Challenge wirklich am Brodel ist, auch in echt passieren könnte bei uns. Hat er einen Bogen? Das ist einfach verdammt groß. Ich habe hier deine Sachen im Schritt. Ah, super. Das ist Boxen, Simon. Ja, das wird zugehauen. Ja, das ist der Trailer zu Final Round 3. Nee, Fight Night. Fight Night. That amateur pedigree has really paid off on Jermaine Taylor. Wir haben ja schon mehrere Trailer das gezeigt und ich finde es einfach nochmal schön, weil der ist sehr neu und da sieht man echt, es wird kein HUD geben, stattdessen kriegen die Leute einfach auf die Fresse und dann sieht man es anhand der Schwellung, so wie es sein sollte. Ja, finde ich auch gut, dass man immer mehr diesen Schritt wegnimmt oder dass man den... dass man das HUD immer mehr vernachlässigt. Weil das Endbild fand ich jetzt schön. Ich freue mich wirklich schon auf diese Replays, wenn dann... Ähnliches werden wir heute im Konsolenbereich erleben, wenn dann ein Team verliert, dass er wahrscheinlich auch so sich auf den Boden winden wird. Genau damit habe ich dieses Movie eingeleitet und von euch hat nur keiner zugehört. Ja? So sehr hören die Leute mir zu. Das war vor einer Minute. Ihr wisst ja gar nicht, was bei uns im inneren Auge passiert. Wenn Simon, plappert, dann hören wir eigentlich immer nur bla 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 bla. Wie bei Tom und Jerry, wenn die Erwachsene hat nämlich nur die Beine gesehen. Genau. Die gesprochen haben. Nee, das war Peanuts. Oder bei Peanuts, Peanuts genau. Meine Damen und Herren, ich würde sagen, wir machen hier kurz noch was anderes. Trailer. Ich weiß, ihr seid alle heiß auf Trailer. Dicke Challenges, aber das wir aber mal überraschend schalten hier. Auf Trailer auf der, bei dem Trailerpark. Ey, das ist ja mal... Du hast dir heute was Wahnwitziges ausgedacht, du kleiner Wicht. Jetzt seid mal lieb, ich habe mir extra einen tollen Trailer für euch ausgedacht. Was ist das? Lost Odyssey für die Xbox. Das ist ein Trailer, den hat er schon wieder vor einer Woche gezeigt. Einer von diesen, wieder einer von diesen Titeln, wo der... Aber kannst du dich daran erinnern, was er dazu gesagt hat? Ich nicht. Mir hört kein Schwein zu, also machen wir jetzt hier den Sound aus. Viel Spaß mit diesem Movie.
Heißt übrigens Lost Planet, ihr Penner, jetzt verwirrt ihr mich auch noch. Ist ein Crossover zwischen der Serie Lost und dem Spiel Planetside. Ja, und Planetopia. Ja. Und Red Planet, den Film noch. Ist ein Action-Adventure mit einem Schauspieler aus Südkorea als Hauptdarsteller, den hier hierzulande keiner kennt. Der aber ein Flüchtling aus Nordkorea ist. Einige Leute den Trailer ja auch schon mal im Trailerpark gezeigt haben. Erstens habe ich diesen Trailer noch nie gezeigt. Zweitens hast du vollkommen recht. Ist natürlich ein asiatischer Hauptdarsteller, der allerdings chirurgisch so verändert wurde, dass er westlich aussieht, weil das ist jetzt der neue. Das ist ja ganz wichtig. Genau, in Asien, ja. James Bond, da ist das doch auch. Das ist doch dieser Asiate, der sich auf Nein, das habe ich mir gerade ausgedacht, weil ich so klug bin. Kannte ich das weil du auch Asiate warst. Weil ich auch mal Asiate war. Ich war ein Asiate. Lesen Sie die auffüllende Biografie Simon von Simon ein asiatisches, eine asiatische Frau. Würdest du mir glauben, dass Budi und ich Zwillinge sind und ich einfach nur die schönere Variante davon abbekommen habe? Das ist richtig. Ja. Simon war auch mal kurzzeitig ein Ladyboy. Kann keiner mal sagen, wie toll hier dieses Spiel ist? Das sieht ziemlich geil aus. Das sieht schön. Gut aus. Super. Das alles bei mir, alles sehen kann, kann auch sehr schön. Ja. Ja, wir haben voll Bock drauf. Wir würden gerne zocken. Ich sehe schon. Wir werden heute, glaube ich, wann eine Menge Spaß haben. Wann kommt denn das raus, Simon? Ich habe keine Ahnung. Du bist nicht vorbereitet. Nein, ich habe einfach nur keine Lust mehr. Ihr tut so, als ob es euch interessiert, aber interessiert euch eh nicht. Ja, weiß man, wie es mir immer geht. Im ja, aber guck mal, siehst du mich, siehst du immer schön grinsend neben mir sitzen. Ihr tut doch nicht mal so, wenn ihr zu mir kommt. Wir, zu dir sind wir wenigstens ehrlich. Ja. Ach ja. Okay, ich würde sagen, wir machen hier Schluss. So, kommt, können wir dann? Wird sonst eh zu nichts mehr. Ich langweilig. Bitte Werbung. Hätten bitte. Langweilig. Es gibt Momente, da braucht man nicht mehr allzu viel sagen, denn dann schalten ohnehin schon alle ab, die jetzt gerade zugucken. Und das ist einer dieser Momente. Aber ihr solltet dranbleiben, denn es wird gleich noch spannend. Und wenn nicht, dann beiße ich mir diesen Finger heute symbolisch ab. Oh, Finger. Ja. Nein, du wirst nichts davon bekommen, ganz egal, was damit passiert. Oh. Und ich würde sagen, wir schauen mal rüber zu unseren Consoleros, denn da ist heute Mario Smash Football angesagt. Genau, das ganz, ganz das große Rematch. Tam Tam. Tam 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 Tam. Das war unser Jingle. Mehr gehabt als wir. Ja, nein, aber vor allem, das wird wieder geklaut. Morgen George Lucas klaut es wieder. John Williams und George Lucas haben uns das jetzt schon geklaut. Machen sie noch mehr schlechte Star Wars Filme. Also ich mag ja die neuen Teile. Ja. Er nicht, aber Simon naja, ist auch gern Margarine. Simon, wir bleiben dann hier und werden natürlich von hier kommentieren. Danke, 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 dass du um das jetzt nochmal hier den Übergang zum Thema zu kriegen. Ja. Nein, ich will ja gar nicht rübergehen. Nein, weißt, doch, du musst, oder willst du dich drücken? Hast du Angst zu verlieren? Ich weiß nicht. Wir können drüber reden. Nee, ich habe einfach schlechte Erfahrungen gemacht mit dieser Art von Spiel. Und mit dieser Art von Gegnern, weiß aber, dass ich jetzt hoffentlich gleich mit... Ja, was zeigst du mich? Was zeigst du an mich? Ich dachte eigentlich, dass Budi nicht zusammenspielen, deswegen Nein, bin ich gerade ein wenig verwirrt. Das ist doch das Rematch. Mit wem habe ich denn davor gespielt? Mit mir. Mit dir? Aber es wurde nur ganz kurz für die Aber warum die haben wir denn zusammen gespielt? Weil du auch mal gewinnen wolltest. Also stimmt. Konsolenbereich, ja. Ich, ich muss aber ganz kurz hier resümieren. Ich habe ein kaputtes Pad bekommen. Fälschlicherweise, ich weiß nicht, ob wer von euch beiden diese Missetat begangen hat, aber das wird jetzt bereinigt in einem Spiel, das sehr viel Spaß macht. Brauchen wir auch gar nicht mehr zu nennen. Mario Smash Football. Wenn du, wenn du mich anblasen willst, dann woanders. Bitte, Husten, jetzt. So, guck. So, hier, Vio. Ja. Machen wir, starten wir durch. Wo bist du, auf welcher Seite? Rechts. Wir und ich im Konsolenbereich, wir spielen als Waluigi und die anderen beiden Lappen spielen als... andere Fiesigkeiten. Wieso gehen wir wieder auf den blöden Bolzplatz? Weil nichts anderes freigespielt ist. Warum ist nichts freigespielt? Ja, siehst du mal. Du hast das die ganze Zeit zu Hause. Du hast gestern bis nachts um sechs gezockt. Ja, aber ich hab doch. Ist trainiert. Ich hab ein bisschen trainiert. Ja, trainiert. Muss aber auch so sein. Stimmt. Ach so. Stimmt, ja? Ja, ja. Gehen wir doch ab an unsere Kommentatoren, die im Hostbereich sitzen.
Okay, Simon, geh los. Welche Nummer? Ah, ich bin 4, okay. Ja, du bist 4. Auf hat stattgefunden. Bin ich 2? Und nochmal als kleiner Hinweis, war Luigi. Okay, gegen das Team von Luigi natürlich. Genau, gegen das Team von Luigi. Luigi, das sind Simon und Nils. Und Waluigi, das sind Budi und Vio. Und da sieht man schon, Waluigi ist am Ball, ist natürlich der Held, kann natürlich diesen Superschuss wagen, aber das hat er jetzt komm, noch nicht gemacht. Rein. Nein. Gibt ab! Was machst du denn? Nein, diesen Champion-Style, den man von Budi gewohnt ist. Ihr seht, 5 Minuten sind zu spielen, 30 Sekunden sind schon gespielt und das war schon der erste Versuch, ein Tor zu schießen. Luigi jetzt hier auf dem Vormarsch. Mit seinen Koopas. Oh. Aber da schlägt die Bombe ein. Er hat keinen Erfolg gehabt. Wieder Waluigi am Zug, versucht es zurück zum Tor zu schaffen, wird aber kurzzeitig gestoppt, kann den Ball nicht halten und da geht er wieder zurück an das Team von Luigi. Der Simon hat mir vorher verraten, er musste mal probieren, den Spieler vorher wegzutöten, bevor er überhaupt an den Ball kommen kann. Das würde also versuchen, das war seine Taktik, so viel sei da zu verraten. Zusammen mit Nils, der ein grandioser Techniker ist, wird er versuchen, diese Taktik umzusetzen. Ja! Waluigi schießt ein Tor mit dem kleinen Toad. Unglaublich, das ist der Waluigi-Style, den hat er in einem taoistischen Tempel gelernt. Das ist wunderbar, der ist im Netz, das ist schön. Der Champion-Style kann sich hier durchsetzen vom Budiman, Kollege Budiman mit Viola. Oh, dieser Scheißdinger. Da hört man auch schon die ersten Zwischenrufe aus dem Team von Simon und Nils. Bowser schlägt zu. Das ist ganz aggressiv hier jetzt dabei. Einer ist gefreezed worden. Da kommt ein roter Panzer. Bowser noch mitten auf dem Spielfeld. Oh, Luigi. Oh nein, da wurde er gestoppt. Luigi mitten im Schuss wurde der Superschuss wurde angesetzt, aber nein. Nein! Yeah! Ein Tor! Unglaublich, da kommt ein schelmisches Lachen aus dem Mund von Simon. Er freut sich, er schießt ein Tor. Nach 1 Minute 20 Spielzeit. Sehr schön gemacht hier von Simon. Er ist noch am Lachen und da kommt schon wieder der Champion-Style. Wollte sich durchsetzen, der Superschuss war am Start. Da ist nichts. Luigi vor dem Tor, wird aber gestoppt. Waluigi gibt ab und der Ball im freien Raum. Da, Luigi gibt ab an den Cooper. Doch, nein, er kann den Ball nicht halten. Er klatscht an die Bande und gerade fliegen hier Shells und Bananas und Bomben durch die Gegend. Es ist gerade sehr konfus. Aber jetzt der Toad. Nein. Hat es nicht geschafft, konnte sich nicht durchschießen. Man muss dazu sagen, der Superschuss ist natürlich immer nur mit der Hauptfigur. Nein! Yeah! Yeah! Wieder drin! Oh, yeah! Was ist da los? Nils und Simon ownen hier gerade. Nach dem Ausgleichstreffer, gerade mal 30 Sekunden sind verstrichen und schon das zweite Tor. Es geht wieder nach vorne, aber Luigi ist am Ball, kann sich seinen Ball zurückholen. Spielt ihn jetzt nach vorne, gibt ab an einen seiner Cooper. Nein, er fliegt. Nein! Man hat bis jetzt aber keinen gesehen, muss man sagen. Fall. Auch wenn die Helden der Teams immer zum Zug jetzt kamen, der Superschuss ist bis jetzt noch ausgeblieben. Wie gesagt, wenn der Held des Teams diesen dann schafft, dann zählt das natürlich für 2 Tore. Und somit kann auch, wenn man mal im Rückstand ist, ein Spiel noch ganz schön rumgerissen werden. Ganz klar, das ist allerhöchstes Niveau, was wir hier sehen. Die zwei Teams haben sich qualifiziert über mehrere Runden. Achtung! Mit Slow Motion angekündigt, aber da war der Torwart natürlich zur Stelle. Den Torwart, den kann man natürlich nicht spielen, aber er leistet hier wirklich gute Dienste, gerade jetzt hier im Team von Luigi. Musste schon mehrere harte Treffer halten und hat es glorreus geschafft. Jetzt heißt er drin! 3-2-1! Komm, noch nicht aufgeben, wir haben noch Zeit, wir haben noch 2 Minuten. Wir müssen hier definitiv mal etwas mehr darauf achten. Wenn Waluigi und der Toad mit seinem Champion-Style, mit dem Taoistischen nicht durchkommt, dann ist das hier eine ziemlich schnelle Partie gewesen, würde ich sagen. Und da sieht man schon wieder, Simon und Nils sind schon wieder auf dem Vormarsch. Simon, gerade im Bild zu sehen, man nennt ihn auch die alte verdammt, keine Regung im Gesicht, das Pokerface des Super Mario Smash Football. Ja, da fliegen schon wieder jetzt hier die blauen Panzer, die einen freezen können und gebritzeln hier an den Zaun. Man muss dazu sagen, wenn man an den Zaun kommt, dann wird man natürlich erstmal geblockt und für eine kurze Zeit außer Gefecht gesetzt. Hallo? Und da fliegen die Bomben. Das ist wirklich hier höchstes E-Sports-Niveau, was da gespielt wird im Konsolenbereich. Komm, die roten Panzer fliegen herum. Die kleinen... Komm rein! Nein, Tod ist beiden denn noch zu stoppen? Hier sieht man das Ganze mal im Replay. Das ganz ist unglaublich. Macht direkt davor. Direkt aus der Mitte raus. Da ist der Torwart nicht zur Stelle. Auch Waluigi konnte ihn nicht aufhalten. Und da hat selbst der kleine Cooper dann noch dieses Tor geschossen. Spätestens jetzt sollte das Team von Waluigi drüber nachdenken, einen neuen Torwart einzusetzen. Denn der kommt hier wirklich nicht zur Stelle. Und vor allen Dingen sollte jetzt langsam Waluigi sich mal drauf konzentrieren, selber zum Schuss zu kommen und vielleicht nochmal den Superschuss einzusetzen. Denn ansonsten ist diese Führung nur sehr schwer einzuholen. Schließlich haben wir gerade mal noch 1 Minute und 20 Sekunden zu spielen. Ganz genau, lieber Felix. 2 Punkte, 3 Punkte, 4 Punkte sind hier notwendig, um das Ganze rumzureißen. 1 Minute 10 nur noch zu spielen, das wird wirklich knapp. Und Waluigi, könnte es das sein? Nein, da hat er angesetzt zum Superschuss, aber nein. Und die frechen Koopas schnappen sich natürlich wieder den Ball hier.
Ja, Simon und Nils werden jetzt einfach versuchen, den Ball zu halten ihm nicht an Waluigi abzugeben. Ist ja ganz klar, wird auch die gute Taktik sein, ihn einfach versuchen zu faulen, dass er nicht zum Superschuss kommt. Und wenn ihm das gelingt, dann ist das der Ball in der Tasche. Achso, der probieren hier natürlich jetzt Zeit zu schinden. Man sieht, der Aufbau, der geht ganz klar nicht mehr nach vorne, sondern der bleibt im hinteren Feld. Jetzt hier, nochmal der Versuch. Und nein, das war nichts. Der kleine Toad springt daneben. Probiert hier zu blocken. Erfolgreich diesmal, aber muss den Ball abgeben. Waluigi jetzt vielleicht. Luigi wieder am Ball. Oh, und da war sogar ein kleiner Schuss noch dabei. Der hat es aber nur bis zum Torwart geschafft, nicht weiter. Oh. Und da wurde der Koopa Troopa weggekickt vom Toad. Waluigi im Besitz des Balles doch, er muss ihn wieder abgeben. Toad mit dem Ball, er versucht in die falsche Richtung. Jetzt geht er endlich nach vorne, doch wieder zurückgepasst. Die müssen endlich mal drauf. Oh nein! Was ist da los? Nur noch 15 Sekunden. Das ist nicht mehr schaffbar. Das wird nichts mehr. Das jetzt vielleicht nochmal den wirklich frech probieren, hier noch weiterhin nach vorne zu preschen, um noch einen Sieg abzugeben. Nein, mit einem Schuss, Nein. Was ist da los? Nein, aber nein, das war nichts. Und da kommt der Das wäre noch schön. 4:1. Da haben wir das Endergebnis, meine lieben Damen und Herren. Das war natürlich ein äußerst spektakuläres Match. Aber was denken denn nun die Spieler davon? Nils, sollen wir vielleicht mal rübergehen in die Spielerkabine? Ja. Natürlich, Tim. Gehen wir mal rüber. Sehr gerne. Ihr seht ein triumphierendes Siegergrinsen auf zwei Gesichtern. Auf zwei seht ihr es nicht. Aber es ist allerdings auch ein bisschen schade, dass wir an diesem heutigen besonderen Tag keinen wirklichen Gegner gefunden haben. Wenn ihr darauf der Meinung seid, ihr könnt ein bisschen besser spielen als Vio und Booty, die wohl eher drittklassig sind allenfalls, dann schickt uns eine Mail, @herausforderung@gd.de. Das war eine Klatsche, ne? Erneut. Also, das lag ja diesmal nicht am Joypad. Ich muss mal ganz kurz die Genugtuung auskosten. Wollt ihr eine Revanche? Von der Revanche. Ist das so? Haben wir noch so viel Zeit? Ja, dann sind unsere Kommentatoren denn noch bereit, so einen weiteren... Udi, lass mal nicht mit den scheiß Pilzen spielen. Lass mal die Koopas nehmen. Wieso warst du mit den Pilzen so falsch? Ich finde die kacke. Das hat doch damit nichts zu tun. Rückspiel. Pilze sind schlecht. Rückspiel direkt. Wir machen mit den Pilzen jetzt alles lang. Was soll das? Wie auch hier. Simon, jetzt aber die richtige Demonstration. Wir hören gerade abgeben an die Kommentatoren. 6-0. So, weiter geht's, Simon. Bist du bereit? Nein, ich glaube, das war der falsche Satz. Eine Revanche ist schon im vollen Gang. Ich höre mal kurz auf die Zuschauer, ob sie es haben wollen. Nein, ja, tut mir leid, leider nicht. Es kommt leider nicht mehr zu einer Revanche. Aber doch, ich sehe, das Spiel ist schon im vollen Gange. Das Spiel ist schon im vollen Gange. Oh mein Gott, es ist schon wieder los. 5 Minuten sind zu spielen, beziehungsweise jetzt nur noch 4 Minuten 40. Und da sehen wir wieder Waluigi nochmal gegen Luigi. Klare Aufteilung der Teams natürlich. Man sieht es, 1, 2, 3, 4. 4 Controller im Spiel, 4 Spieler im Spiel und das in 2 Teams. Das ist natürlich geballte Action, die wir hier sehen. Jetzt haben wir uns alles. Waluigi, du bist das. Ja, ich mach's doch. Du bist zwei. Hier sind, man hört es aus der Spielerkabine, das sind hier wirklich schlechte Absprachen zwischen dem Team von Uli und Vio. Sie wissen gerade nicht, wer sie überhaupt sind, muss man sagen. Was vorteilhaft wäre bei diesem Spiel. Jetzt müssen wir noch mal kurz nachmachen. Habt ihr denn Teams getauscht, liebe Mitspieler? Nein, gleiche Teams. Gleiche nein, Teams. Nein, nein. Also weiterhin, Waluigi und die Toads sind... Nein! Was ist der da kleine los? Koopa Troopa schießt an die Latte und der Ball prallt rein. Waluigi lässt hier wirklich zu wünschen übrig. Die kleinen Toads und der Waluigi zeigen hier wirklich keine gute Verteidigung. Jetzt vielleicht der Ausgleichstreffer. Es wäre zu wünschen, damit es ein bisschen spannender wird als eben. Es scheint ja gerade wieder schon so ein bisschen einseitig zu werden. Muss man ja mal sagen, die Toads und Luigi haben ja gerade eben schon, ich meine die Koopa Troopas und Luigi haben ja gerade eben schon gewonnen. Und wenn das jetzt so weitergeht, dann sieht es ja wieder... Oh, da, ist da kommt der Superschuss! Und der müsste drin sein! Der müsste drin sein! 3:0! Das hat man nach einer knappen Minute Spielzeit. Ja. 1:09 Spielzeit, schon 3 Punkte. Da zieht Vio natürlich die Finch, muss man ganz klar sagen. Sie ist nicht erfreut darüber, dass es gerade so ausgeht. Aber muss ich sagen, es ist noch sehr viel Zeit übrig. Natürlich, es sind noch 3 Minuten, fast 50 Sekunden zu spielen. Vielleicht jetzt der Ausgleichstreffer, aber nein. Das war sehr schlecht. Ja, so ein hoher Lupfer geht ja auch manchmal rein, muss man auch dazu sagen. Aber jetzt endlich mal drängen die Toads ein bisschen auf. Das ist das. Die spielen ein bisschen zu defensiv. Da war Luigi, ist der Bombe ausgekommen, gibt ab an den Toad. Der Toad schießt. Torwart. Schön gedacht, aber leider nicht verwandeln können. Man muss wirklich sagen, das Team von Luigi ist hier klar auf dem Vormarsch. Das Team von Waluigi probiert hier über die Ecken, aber werden sich hier irgendwie nicht einig. Man merkt, da stimmt die Absprache nicht. Ihr seht oben links, die Spieler sind eingeblendet. Das Bild ist ein sehr, sehr trauriges. Diese Da ist es drin! Da hätte er eigentlich noch genug Zeit gehabt, einen Superschuss zu machen. Aber Tor ist Tor. 3:1 jetzt, noch 3 Minuten zu spielen. Da ist noch alles drin. Booty Poker Face. Yeah. Schnell ging das? Da kann man natürlich die Mimik vom Booty verstehen. Der hätte nicht drin sein dürfen. Fragt sich selbst Vio, wie schnell das denn ging. Ich meine, sowas hat man ja gar nicht gesehen, das war so schnell. Ah.
3 Minuten sind noch zu spielen. Es steht 4:1 für das Team von Simon und Nils. Sie ownen gerade, wie auch schon in der Partie. Aber das ist schön! Oh mein Gott! Schön. Schon wieder! Hat er gesehen? Was ist denn da los? Da kann ich doch achtet mal drauf! Guckt euch an! Hat es aber noch probiert, hat es aber nicht geschafft. Er hat ihm sozusagen noch einen draufgegeben im Nachhinein, aber der Schuss war schon vom Fuß vom guten Luigi und der Ball war somit. Waluigi, ja. Wieso geht er nicht rein? Waluigi landet im elektrischen Zaun. Da muss ich da ein bisschen lachen. Das sieht doch hier sehr amateurhaft aus, was das Team von Waluigi hier gerade abliefert. Das ist nicht die gewohnte Qualität. Nein, das ist nicht die gewohnte Qualität, die wir hier normalerweise sehen bekommen. Vielmehr wirkt das wie ein drittklassiges Spiel der B-Jugend. Aber das möchten wir natürlich nicht für das Team von Simon und Nils wagen, denn sie scheinen ja gerade zu glänzen. Simon, das Pokerface, freut sich an den Misshappenings beim gegnerischen Team. Räumen Sie weg. Räumen Sie alle weg. Aber man sieht's, da kommt keine Gegenwehr. Der Aufbau geht klar vom Team Luigi. Können sich hier schönes Passspiel machen. Ach, das war ja echt. Jetzt reicht eine Chance vom Luigi-Team vorne. Da standen sie ganz alleine. Da hätten sie mal ein bisschen mehr Zunder auf der Flunder sein müssen, damit dieser Schuss klappt. 5:1 und 2 Minuten. Das wird wieder knapp. Da müssen jetzt wirklich Supertreffer her. Ja, sonst ist das eine gelaufene Partie. Oh Mann. Der Ball frei im leeren Raum. Luigi mit einem Schuss, doch er wird gegen den Superzaun, gegen den elektrischen Zaun gedrückt, verliert somit den Ball, hat ihn jetzt aber wieder. Das Team von Luigi weiß natürlich, sie können sich Zeit lassen. Und da sind sie auch mal so arrogant und wollen von der Mittellinie einen Supertreffer versuchen, aber der hat nicht geklappt. Jetzt vielleicht nochmal das Passspiel nach vorne, man sieht, Bananen verteilen sich über dem Spielfeld und der kleine Cooper ist natürlich reingelaufen. Cooper. Jetzt aber mit einem Angriff, gibt noch mal ab nach hinten. Gib ihn doch ab, Klug, der Idiot soll ihn abgeben. Der Torwart hat das erahnt, war so klug und hat diesen Ball gestoppt. Ich drück den falschen Knopf nicht, ich weiß auch nicht. Da war ein Schuss aufs Tor, aber der wurde gehalten. Das sieht natürlich ganz schlecht aus. Jetzt haben wir gerade noch mal eine Minute zu spielen und einen Rückstand von 4 Toren, das lässt sich... Ja, wenn man sich das anschaut, muss man wirklich sehen, das Spiel, Team von Luigi macht das sehr richtig. Ja. Probieren den Aufbau über die Seiten, über außen gehen sie, probieren sich zu flanken. Und was ist das? Die Riesenbombe kommt zum Einsatz und frisst alles auf, was in seinem Weg war. Der Bomberhund, was ist da los? Jetzt vielleicht noch mal, man sieht es, der Aufbau über außen, sehr schön gemacht, da kommt kein Block. Der Block war jetzt da, aber sie können natürlich Zeit schinden. Nur noch 40 Sekunden zu spielen und das ist wieder ein frühes... Der wird aber nicht reingehen, der wird nicht reingehen. Schade, schön gemacht jetzt hier vom Torwart, aber der den Ball mit gleicher Stärke zurückgegeben hat. Es ist an der Zeit, dass Waluigi mal einen Superschuss macht, weil es nutzt nichts, wenn Luigi den macht, denn die führen ja eh schon nach. Das ist sehr schön, oder? Nicht gut, aber nicht gut. 30 Sekunden. Nachschuss. 6-0, 6-1. Der Cooper mit einem 6:1. Der finale Todesstoß, würde ich mal einfach so behaupten. Da freut sich der Simon zurecht. Er kann hier klar Dominanz beweisen. Simon war ja bis jetzt immer einer der leicht übersehenen Geister des Super Mario Smash Football. Aber das war der Hinder. Nein, in der Halbzeit, da musst du doch... 15 Sekunden zu spielen. Was passiert hier? Was passiert hier? Hier wird nur noch gedribbelt. Gerade. Und der Torwart guckt sich das an. Da kam nochmal zur rechten Zeit der Block von Team Waluigi. Jetzt vielleicht nochmal ein Treffer vielleicht noch. Nein, selbst der will nicht klappen. Und das war es dann auch schon. 6:1 geht es aus, liebe Damen und Herren. 6:1, das ist ein unglaubliches Ergebnis. Noch höher als Tim. Woran meinst du? Ich glaube, der Aufbau von den Leuten von Boogie und Vio stimmt einfach nicht. Das Teamplay, man hat es gemerkt, man hat es wirklich gemerkt. Man konnte es bis hierhin spüren, hat einfach nicht gestimmt. Ganz im Gegensatz zu Simon und Nils, die waren perfekt aufeinander abgespielt, hatten wahrscheinlich auch noch die besseren Game-Controller, muss man ja sagen. Es kommt groß zutage, wenn man den richtigen Controller hat, wenn man den richtigen Controller erwischt. Was ist deine Meinung vom Spiel? Mit anderen Worten, Luigi war gespeckt und der Waluigi, da geht er down. Und deswegen schauen wir mal, was die Spieler dazu sagen haben. Wir geben rüber an die Spielerkabine und hören, was der Verlierer ich will Werbung. Nein, warum denn Werbung? Wir haben nur noch Zeit. Wir müssen eine Spielanalyse starten. Wir haben einfach mal der besser Übersichtlichkeit wegen die Verlierer hier links ganz kurz in die Ecke gedreht. Boah, Budi. Budi, ja, jetzt hat er die Statistik weggedrückt. Was soll denn das? Hä, sind wir ein bisschen sauer oder was? Budi. War doch nur 6-1. Ihr seid scheiße. Revanche von der Revanche. Ihr seid cool. So. Ja, 6-1. Wie fühlt man sich dabei? Dank dir. Ich weiß natürlich, dass ich das alles dir zu verdanken habe. Nicht aber so es ist schön, auch mal im Siegesteam zu sein. Ja. Ich meine, ich war ja vorhin mit Budi und du weißt, wie es da ist. Immer verlieren, ja. Deswegen, schön. Ja. Danke. Ich danke gerne dir. Gerne häufiger. Ich danke dir.
Oh, es ist so schön zu gewinnen. Ja, ja, in diesem Sinne. Jetzt weiß ich, wie Lance Armstrong sich fühlen muss. Ja, ja, nur wir nehmen keine. Eben, ja, wir nehmen eben keine. Ja. Ne? Nicht mit? Es gibt so Tage, da bin ich dann einfach sehr relaxed und weiß, was ich kann, weiß, was andere nicht können und weiß vor allem, dass einige Leute sich jetzt sehr freuen auf die Teammatches, die es heute noch bei uns geben wird, zu Ehren des Jahres 2006. Haben wir nämlich auch noch Mario Kart Double Dash für euch im Programm und das ist auch ein Titel, der... Oh, da hat der Budi was hierher geworfen, das ist aber süß. Ich weiß gar nicht, was es war, Budi. Wenn du es wieder haben willst, es liegt unter der Porno-Couch. Ja. Dein Tod war es. Da zeigen sich Gefühle unter der brodelnden Oberfläche, die sonst normalerweise Budis buddhistisches Gesicht ist. Und ich glaube, wir werden da jetzt nochmal hingehen und gucken, was aus den Jungs und den Mädels unseres Verliererteams geworden ist in der Werbepause. Ich bin ja der Meinung, ihr habt euch zu wenig selbst zerfleischt. Also ihr solltet ruhig auch mal ein bisschen mehr auf euch gegenseitig rumhacken. Ihr solltet genau die Schuld gegenseitig zuschieben. Das ja, haben wir als Kommentatoren eigentlich so ein bisschen erwartet. Denn einer von euch, muss man einfach sagen, muss ja das Schwache gewesen sein. Aber ich habe ja auch einen Punkt gehört. Jetzt hör mal auf zu labern. Punkt ist einfach nur, ich kann nichts dafür, dass ihr Scheiße gespielt habt. Ja, das meint er vollkommen ernst, muss man sagen. Es ist alles in Ordnung. Wir kennen seine echte und seine Fake-Lache. Es ist alles in Ordnung. Ich habe mir gedacht, bevor wir ins neue Jahr starten, muss man einfach nochmal komplett scheiße drauf sein, damit man motiviert ins neue Jahr gehen kann. Und gute Stimmung im Konsolenbereich. Es ist einfach... Halt doch mal... Ich persönlich glaube ja, das war der Budi, oder? Deswegen bin ich ein glücklicher Mensch, ihr Ficker. Entschuldigung. Weißt du, vor allen Dingen, wenn man mal ehrlich ist, ne, war der Nils der Einzige, der gut gespielt hat. Hallo, ich habe... Oh, jetzt! Ja, Knopf gedrückt! Jetzt wird ja, den Gewinner ja, den kann ich den Knopf drücken lassen, ich Idiot. Was? Wir haben ein neues Spiel, wo wir voll cool drin sind. Ja, total. Ja, ich wünsche euch jetzt schon viel Spaß, euch beiden, gell? So, was müssen wir denn jetzt hier machen? Simon, es war nicht so gemein. Nein. Keine Ahnung von was? Ach, diese Schweine. Hast du Ahnung von Musik, Felix? Ich habe früher mal Trompete gespielt. Ja, super. Hast du echt Trompete gespielt? Ja. Hast du dein Hirn rausgeblasen? Junge, dein Smith. Ansonsten hättest du bei Super Smash Football gewonnen. Nee. Oh, es ist so schlimm, es ist so ein Wunderpunkt, es ist sehr gemein. Echt, ist da werden wir lange dran zu ein Wunderpunkt. Es ist Bass auch so in mehrere Themengebiete aufgeteilt? Oder also Musik. Musik, nur Musik. Also nur Musik. Das größte Thema, Musik. Es fängt auch schon an zu blinken, wenn man sich einfach mal diese roten Pedals hier anguckt, dann... Bekommt man schon. Hallo? Echt wieder Laune, was zu spielen. Warte. Wir stellen mal ein und erklären mal ein bisschen was zum Spiel. So, wir können jetzt wählen. Ich würde sagen, neuere Musik, weil klar, ich kann euch versprechen, bei älterer Musik kriegst du keine Schnitte. Keine gar Schnitte. Nicht. Ja, null. Jente. Wir können ja mal den Per rufen. Der Per, der hört nämlich wenn nur sowas. Wenn dein Ex-Kollege Michael Neuder, der ist irgendwie jetzt 70, ja, okay, der, hätte halt, der war damals mit den Beatles aufgewachsen. Erfunden wurde. Ja. Es geht aber auch um Mozart und Bach. Also auch da hätte Michael Neuder... Jeder wählt seinen Spieler? Drücken Sie gelb. Nee, welcher bin ich denn? Such dir jetzt aus. Weiß ich jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt orange. Ich bin gelb. Vier bin ich wohl. So. Lustig. Welche nee. So, jetzt kannst du dir mit der blauen Taste kannst du hochscrollen und gelb runter, wenn du dir einen Spieler aussuchst. Ah, oh, hier, ich nehm hier den Crazy Guy. Hey, okay, ich hab auch einen. So, und jetzt? Ach so, hier. Was möchten Sie sagen? Okay, jetzt kannst du noch dein Outfit. Wie? Oh Gott, das ist ja Alter, okay, das ist ja vollkommen egal. Ja, es ist echt wurscht. Welches Video? Dein Signal? Wie Signal? Ach so. Ich nehme die Tröte! Ich nehme die Hupe! Ich nehme den Frosch. Glaube ich. Fertig! Den Namen brauchen wir doch nicht. Komm hier, V, fertig. Wie V? Nein, Felix. Also F. Die mache ich nach unten. Gelb. Auf gelb. Juhu! Okay, schon. Selbst diese Steuerung nicht schaffen. Vier verschiedene farbige Punkte. Auf welchem steht da oben? Wir brauchen im Studio ganz laut Sound.
So, ganz laut Sound im Studio. Bitte, liebe Regie, ganz laut Sound, dann sind wir auch alle wieder lieb und machen die anderen komplett fertig. Es geht jetzt jeder gegen jeden. Vio, und das muss man ihm sagen, die hat das bis zur Unerkenntlichkeit gezockt und kennt das Spiel bestens. Also, meine Damen und Herren, herzlich willkommen in unserem virtuellen Buzz-Quiz-Studio. Das ist übrigens ja auch unser neues Studio. Ja, genau. Herzlich willkommen mit Zuschauern, richtig. Man muss aber sagen, der Konsolenbereich wurde ausgegliedert, der ist irgendwo auf dem Parkplatz in seiner kleinen Wir machen die Parkeinweiser. Demnächst. Pissoir-Toilette. Pissoir-Toilette. So, hier, es geht Also es geht jetzt nicht um Schnelligkeit oder so, sondern du musst einfach die richtige Antwort auswählen und drücken, wenn was du sie damit weißt. Sagen, es geht um Schnelligkeit. Nein, geht's nicht. Das ist genau wie bei Mario Kart. Ja, das ist schon richtig, dass du da in das Loch gefallen bist. Das ist schon richtig so. Links heißt rechts bei Mario Kart. Seid doch mal leise jetzt. Was geht Hören denn hier? Hören Sie sich einfach den Clip an und wählen Sie Ihre Antwort mit den farbigen Tasten aus. Und nicht rübergucken. Das ist schon alles. Och, das ist ja einfach. Aber wieso blinkt denn dieses rote Licht die ganze Zeit? Das brauchst du später. So, welcher Interpret hat... Was? Weiß ich. Sei doch nicht so laut, das müssen wir selber wissen, du Wurst. Hier gibt's keine Simon, Diskussion. Der Mann, der keine Ahnung hat, brüllt gleich dazwischen. Super. Ich find's ein bisschen schade, dass es wirklich nicht auf Zeit geht. Ja, das ist doch nur in der Runde, Mann. Es gibt auch tausend Spielvariationen. In der nächsten Runde geht's Meine Herren. Herrlich. Ihr habt ja alle keine Ahnung. Wieso denn? Wir haben doch gerade gewonnen. Nein, weil du... Hier kommt eine neue Frage. Einer hat noch nicht gedrückt. Ich bin es. Aber Vio singt mit, ne? Ich glaube, Vio war am schnellsten dran. Das ist die Technik, um es sich selber nochmal vors innere Auge. Vor allen Dingen muss ich ja noch gucken, wo die Tasten sind. Welche Farbe. Man hat gerade gesehen, wie schnell der Knopf gedrückt wurde. Also die Sekundenzahl wird auf jeden Fall noch angeklickt. Sagen, wenn man Farben nimmt, hat man Schlafen bei diesem Spiel keinen Spaß. Denn hier kommt die nächste Frage. Deswegen. Vio, zu schön, dass du diesen Song als erstes erkennst. Oh, scheiße. Ah, ein Fan. Nein. Doch, nun gib's zu. Ja. Oh, nein. Da kommt ein Fehler. Der Booty. Jetzt wissen wir auch, wer ja der schwache Link war bei Super Mario Smash Football. Der Booty, der hat auch hier zuerst einen Fehler gemacht. Also dabei bin ich der einzige Charakter, der genauso aussieht wie die Hanson Brothers. Und du weißt, wie die heißen? Ach, hier, Ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung gehabt. Es ist gut, dass du es erkannt hast, Tim, aber... Das ist auch in meinem Report wahr. Tut mir leid. Auf keinen Fall. Bei schlechter Musik kenne ich mich nicht so aus. Nee. Keine Zeit zum Verschnaufen. Hier ist die nächste Frage. Was ist das denn? Keine Ahnung. Echt nicht? Nee. Ich habe jetzt irgendwas genommen. Anton aus Tirol, das war doch ganz klar. Ich hab's nicht gehört, weil der Tim so laut geatmet hat. Wenn ich das mal bemerken darf, habt ihr gemerkt, dass bis jetzt alle Fragen orange waren? Das Spiel gefällt mir. Echt jetzt? Ja. Nee, oder? Doch, ich drück das jetzt einfach schnell. Nein, das ist Sekunde, ich drück das jetzt schnell. Das darf echt nicht wahr sein. Sie haben alle die falsche Antwort gewählt. Der Tim hat das Spiel sehr schnell verstanden. Er hat es echt durchschaut. Wahrscheinlich hat er es programmiert. Ich wollte gerade sagen, ja. Das ist ein Spiel nach meinem Geschmack. Genau. Gerade der Competition-Faktor kommt da richtig. Jetzt aber. Wie, Ende der Runde? Ja, jetzt kommen hier noch andere Wicked! Spieler. Oh, der Timmy, der Elvis. Ja, auf Platz 1 in dieser Runde. Absolut. Also, er hat ja selber zugegeben, dass er nur mit Glück gewonnen hat. Das ja, stimmt, du Sau. Oh, das ist so geil, das Bombenspiel. Das ist richtig cool. Wie geht das? Ja, man merkt, die Bio kennt das Spiel. Jeder kriegt halt eine Frage abwechselnd, ja? Und dann musst du das schnell weitergeben. Die Bombe tickt halt runter. Und wer als letztes wurde explodiert, der hat verloren. Verstehe ich nicht. Hör mal zu. Hör mal zu. Das Bombenspiel. Wird auch gern von den Al-Qaida gespielt. Wenn Sie die Bombe loswerden wollen, müssen Sie eine Frage richtig beantworten. Ja, dann schnell. Okay, also du hast die Bombe so lange, bis du eine Frage richtig hast. Die Bombe geht an Sie. Die Bombe geht an Sie. Ich weiß es. Hier, Bums. Oh, schönes Lied. Sehr schönes Lied. Ich weiß es. Falsch. Nee. Richtig. Sehr gut. Ich weiß es. Ja, du drück doch. Felix. Ich weiß es. Immer orange. Ich weiß es, aber ich schreie jetzt laut, damit du mich hörst. Hallo. Boom. Wer war das denn jetzt? Budi. Budi, sag ich doch. Immer orange. Minus 500 Punkte. Das ist so traurig, dieses Spiel.
Ich hab nichts gehört. Ich find's echt ganz witzig. Ja, kann man die Musik ein bisschen lauter machen hier im Studio? Ja, genau, das wäre sehr nett. Liebe Regie, bitte die Musik noch lauter aufdrehen. Scheiße, 1, 2 oder 3. Mach schnell, mach schnell. Drück! Nein! Ahnung. Scheiße! Also Geld war's. Ich weiß nicht, welcher es war. Ah, das kenne ich auch. Mach, du bist drin! Ich schon wieder? Oh, achso, bist du eine Frage richtig? Gelb. Ich war schon wieder dran. Ja. Mist. Nein! Au. Ich weiß es. Ich weiß es nicht! Orange? Nein, bei mir explodiert es. Im Notfall immer orange. Ah, oh. Da geht die Bombe hoch. Da hat sie Viva erwischt. Explodiert. Der Typ geht mir ein bisschen auf den Sack. Diesmal kommt. Der ist ganz cool. Der ist aber echt ganz cool. Abgezogen. Hat das wirklich gut gemacht? Ja. Oh no. Ey, der Timmy, ey. Yeah. Timmy schon als Zweiter auf Platz 1. Der sitzt da. Easy Game. Was ja viele nicht wissen, easy was game. Ihr auch mal noch gesehen habt bei South Park. Timmy hat er auch eine Band. Also, ich kann euch nur empfehlen, die Music Box zu machen. Ah, hier, stopp. Letzte Finger. Was heißt jetzt? Was müssen wir jetzt machen? Schnelle Finger haben? Jetzt kommen wir zu der schnellste Finger. Finden wir heraus, woher der Name stammt. Zeigen Sie mir, wie schnell Sie sein können. Es wird Musik gespielt. Ihre Antwort wählen Sie mit den farbigen Tasten. Okay, dann sind weitere Erklärungen überflüssig. Also cool, Leute. Oh Gott, jetzt bin ich total gespannt. Und die richtige Antwort ist Haubezar. Scheiße! Ich kenne jemanden, der hat Haubezar nicht verstanden. Der hat gedacht, die singen Parmesan. 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 Sehr gut. Ja. Finde ich immer geil, wenn man Musik den Titel einfach nicht so nachsieht, obwohl es kein schon an. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht, aber. Orange, richtig. Yeah, baby! I rock and roll. Spieler 4 liegt weiterhin vorne. Dabei bin ich doch so musikalisch. So, jetzt fange ich an. Jetzt hab ich genug. Jetzt geht's weiter. Was ist das denn? Geraten bei mir. Wer weiß, ob einer die richtige Antwort wusste? Nein! Yeah! Och, Mann. Damn. Spieler 4 hat seine Stimme. Das hätte auch Aqua sein können, finde ich. Ja. Ja. Oh Gott, schwierig. Und die nächste Frage wartet schon. Das kenne ich nicht. Verdammt. MCF verteidigt seine Führung. Yeah, baby. Hast du die Führung momentan? Yeah. Ja. Gute Leistung. Ja, aber ich krieg dich noch. Spieler 2 hält den Vorsprung. Ist die Runde schon vorbei? Ich hoffe nicht. Das macht mir Spaß hier. Die sollen so weitermachen. Und weiter im Text. Okay. Och nein, och Mann, ich bin zu langsam. Du hast einen Glück gehabt, ey. 0,9, boah, 600. Ja. 600. Unterschied. Mein Kopf ist echt voll mit irgendwelchen Fußbällen und ja, schieb den Frust beiseite, der behindert nicht nur. Oh, jetzt bin ich aber schwer zurückgefallen. Dritter Platz. Nun kommen wir zur letzten Frage dieser Runde. Ihr seid alles Langweiler. Das wusste ich jetzt auch. Sind wir nicht? 2 Sekunden. Oh. 2 Sekunden. Ach, Felix. Das war ja gar nicht gut. 2, ein Fehler in dieser Runde. Oh, yeah. Yay. Immerhin noch. Oh, ich kann aber meinen ersten Platz verteidigen. Yeah, baby. So, ich denke mal, eine Runde schaffen wir noch. Zu irgendwas anderes. Schaffen wir noch eine Runde? Nee, wir müssen Werbung machen. Oh, schade. Gibt es jetzt keine Gesamtstatistik oder wie? Pass. Doch, ja, ich hab gewonnen. Der Felix. Yeah. Von der Runde. I win. You lose. Tschüss. Wir sind wieder da und es geht auf unserem Weg zur Stunde Null heute weiter mit Mario Kart Double Dash. Einem Spiel, das in der Vergangenheit schon für jede Menge Streitereien und Rivalitäten unter den ansonsten sich selbst sehr, sehr liebenden Kollegen geführt hat. Und ich glaube, der Graben wird jetzt nur noch ein bisschen vertieft, wenn wir
Ohne Team spielen? Nein, wir spielen einzeln, gell? Sehe ich das richtig? Einzelkämpfer-Alarm heute. Harte Worte, die du hier sagst, aber du wirst mich heute, du wolltest es sehen, aber du wirst mich heute nicht mit einem Gamepad in der Hand sehen. Du kannst gerne in der zweiten Runde meinen Controller haben. Ja, wir können ja in der zweiten Runde. Wenn du die Führung ausgebaut hast und ich dann noch gewinne, vielleicht. Also, wenn ich Erster werde, darfst du gerne ihn haben, weil dann möchte ich gar nicht mehr spielen. Wenn ich Vierter werde, kriegst du ihn nicht. Boah. Nein, weil dann muss ich noch mal... Also weißt dann könntest du dein Loss wenigstens auf mich schieben und sagen, ja, Felix ist gefahren, kein Wunder, dass er vierter war. Also wir müssen, bevor wir jetzt das Match starten, müssen wir erstmal ganz kurz erklären, wer wer ist. Ich glaube, der Nils spielt denn auf Platz 1. Also ja. Du bist Spieler 1, die Bio ist Spieler 2, ich bin Spieler 3 und der Simon ist noch Spieler 4. Ist richtig, ja. So sieht das Ganze aus. Ich würde fast vorschlagen, wir nehmen tatsächlich auch die Strecke, die... Nein, nicht Babypark. Oh. Mach mal ein bisschen. Ja, Leute, mach doch mal, geht doch schnell. Ja, nehmen wir doch jetzt irgendeine. Nehmen wir einmal Babypack am Anfang und dann nehmen wir Daisy Stumper, würde ich auch. Ja. Aber eine Runde Babypark zum Warmwerden erstmal. Ah, worüber die reden? Naja, der Babypark ist halt, weißt du, das ist halt so der Babypark. Ich meine, da werden halt wirklich nur die Noobs reingelassen. Ja. Und wir haben hier 4 zum Glück am Start. Deswegen ist es eigentlich genau richtig. Das Skill-Level sozusagen genau passend. Und was? Schon, da lässt jemand. Was ist denn hier los? Ja, Spieler Nummer 3 hat gerade die Schelle abgescheuert. Dann Simon macht das hier hervorragend. Ey, was ist denn? Wir fahren den rückwärts. Ich hasse euch alle, dass ihr mir das nicht gesagt habt. Ja, wenn man Kurven rechts und links hat, dann ist es natürlich äußerst schwer, die auseinanderzuhalten. Wenn man im Kreis fährt. Okay, ich sage jetzt halt nichts dazu, aber der Babypark wird halt eigentlich andersrum gefahren. Ich glaube, Simon. Und Felix, du hast mich gerade voll irritiert. Simon, möchtest du abgeben? Wieso, Vio? Weil du gesagt hast, nein, ich fühle mich einfach betrogen, aber das ist ja normal hier. Spieler 3 hat gerade den roten Panzer abgefahren. Ich dachte so, Scheiße, guck ich aufs falsche Fenster? Bin ich gar nicht da oben? Du bist doch Nummer 3, oder? Nein, ich bin auf dem dritten Platz, aber ich bin Spieler 2. Spieler 3, das ist okay. Ich habe halt echt gedacht, Scheiße, guck ich ganz falsch? Also, das rote Schweinchen unten rechts ist der Simon. Meinst du Nummer 4? Ja, richtig. Nummer 3 ist wer? Ich bin Spieler 3, das heißt, ich bin links unten. Links unten. Budi links unten, dann oben links, das müsste Nils sein. Yo. Und oben rechts, oh, da hatte Simon den Blitz eingesetzt, alle werden klein und er kann sie jetzt einholen. Oh, Vio fährt auch noch über eine Banane, mein Gott, das geht ja drunter drüber hier. Da geht sie down, da geht sie down, sammelt aber noch eine andere. Wird sie es einsetzen? Nein, sie wird mit großen Zielen, hat eine vierte Hosenstelle, schießt sie ab und was sehen wir da? Ja, so macht man das dann, wenn man bei E-Sports arbeitet. Da rastet man aus, bis der Kopf platzt. Ja, da arbeitet ja zum Glück keiner von uns. Ne? Voll recht, dann hat er recht. So. Und ganz souverän. Das ist ja fast schon langweilig. Ja, Budi ist drin im Ziel. Simon kämpft noch. Nils ist noch an zweiter Stelle. Letzte Simon Runde hat jetzt dritten Platz. Ach, Scheiße, und der ich bin schon Platz. Scheiße, ich hab angehalten. Ich dachte, ich wäre drüber. Oh, das oh, nein. Oh, oh nein. Oh nein. 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 Runde. Simon schafft es auf den ehrenreichen dritten Platz. Ich hab gedacht, ich bin schon in der letzten Runde. Ja, da werden auch schon, die ersten Ausreden gefunden. Das Pad fliegt auf den Boden. Wahrscheinlich ist es kaputt. Da hat man schon Ausreden für die nächste Runde. Nein, Strecke wechseln. Ich bin dafür, dass die Strecke besprochen wird, bevor wir sie starten. Ich habe den Schlüssel zum Sieg gefunden. Das ist eine Memory Card, auf der Spielstände drauf sind. Oh, auch das doch. Hau sie rein. Wollen wir sie reinhauen? Hau sie rein. Mach jetzt. Wollen wir sie reinlassen? Muss ich resetten? Du, weiß ich nicht. Bitte nicht. Komm mal aus einfach. Ach Gott, auch das noch jetzt hier. So. Jetzt geht's los. Jetzt kommt die richtige. Das war erstmal das Warm-up, muss man sagen. Ja, aber ein dummes Warm-up. Deswegen hat der Simon nicht geschnallt, dass wir rechts rumfahren müssen, weil der Spiegelcup ist schneller, aber dafür spiegelverkehrt. Und das heißt, die Kurve geht in die andere Richtung. Ja. Und wenn man einen runden Kreis beim Simon auf einmal in die andere Richtung fahren muss, dann ist das schon zu viel. Ich war halt einfach der Erste in der Kurve und habe quasi für euch den Fehler gemacht. Ihr habt's gesehen. Ja. Ja. Aber wir alle haben ja beim 6:1 gegen Fußball gesehen, dass wir spielen kann. Ist geworden. Jetzt fahren wir wieder richtig rum, aber wir werden es dem Simon nicht sagen. Man muss es ja auch so sehen, Budi möchte wieder seine Ehre zurückerlangen, nachdem er bei Super Smash Football so ganz derbe, ganz böse, zweimal in zwei Matches so derbe abgelost hat, wie er es noch nicht gesehen hat bei Giga Games. Mein Ruhm und meine Ehre habe ich ja nicht verloren. Ja, der Verdacht macht sich ja jetzt auch breit, dass die Bio hier das eigentliche... Du hast ihn verloren? Du hast ihn weggeschmissen? ...schwarze Schaf ist, auch jetzt hier der vierte Platz. Wieso? Gerade eben verloren. Ja, Bio. Ja, genau, Bio. Wie kannst du eigentlich vierter geworden sein? Auch bei Bass, dem Rückschwer, das du eigentlich gelernt hast, da hast du auch nicht gewonnen. Was ist denn los, Bio? Ich weiß auch nicht. Die Bombe war extra getimt. Nächstes Jahr wird alles besser. Ja, das ist ja gut, aber man kann sich ja bessern. Was wollt ihr fahren? Zufall. Wollen wir Rainbow Road fahren? Ja. Nein, komm, keine Rainbow Road. Wollen wir es tun? Bowser Festung. Spiegelverkehr. Okay, ich möchte betonen, dass 2 von 4 diese Strecke nicht fahren wollen. Aber sie wird lange dauern und sie wird langweilig werden. Viel Spaß.
So langweilig wird es vielleicht nicht. Mal gucken. Mal schauen. Simon ist auf Platz 3 gerade. Vergiss es, ich bin auf Platz 4. Sobald er auf 1 ist, wird das Spiel wieder spannend für ihn. Ja. Auch die Strecke ist auf einmal wieder attraktiv. Und die erste gemeinsame Kurve. Oh, da hatte Simon kurzzeitig die Führung in der Kurve. Simon macht das hier schön, slidet hier schön sich auf Platz 2. Und erster Stelle nur noch Nietz vor ihm. Und Dio, was sich auch nicht ändern wird in den nächsten 2 Jahren. Da kommt die Banane. Und der Abstand ist noch nicht so groß. Slidet hier schön in die Kurve. Tja, das war's für Simon. Ich hab's auch nicht. Auch Spieler 3. Ich hasse diese Strecke. Das ist die dümmste Strecke, die ich weiß. Oh, 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 da hat er Nils. Da nein, hat er Nils, oh Mann, das gibt's doch nicht. Eine falsche Box platziert. Ist das eine dumme Strecke? So. So, jetzt Aufholmanöver. Die muss natürlich äußerst viel mit den Speedpads gearbeitet werden. Ey, ich fall hier halt nur runter. Das geht gar nicht. Wir haben hier nämlich keine herkömmlichen Gamecube-Pads. Nein, wir haben Speedpads. Man merkt auf einmal, dass jemand ganz leise ist, weil er sich konzentriert, weil er auf Platz 2 ist. Er beobachtet den Bildschirm. Ey. Ah, was ist das? Er verzieht dabei locker die Miene. Nein, wieso ist er runtergefallen? Er schenkt uns ein kleines Kind. Ein Lächeln, zweiter Platz. Ein Lächeln. Der Simon. Glaub, seid dabei, wie ja, ich den ersten, verdammt. Schrie er und fuhr über eine Banane. Ey, das kann doch nicht sein, dass ich die ganze Zeit runterfalle. Simon bandelt gerade mit der Bande ein. Ey, ich werde hier keinen Turbo benutzen, nicht hier. Oh, jetzt vielleicht der Turbo? Ja. Wir wollen den Turbo von Simon sehen. Wir wollen den Turbo sehen. Ah, da hat er eine rote Schelle, aber trifft sie. Nils rast um sein Leben. Wird sie ihn treffen? Hat er sehr schön. Nein! Und Simon fährt Simon wieder rückwärts. Fährt, was macht denn Simon? Nein, Simon, die Strecke ist richtig rum. Alter Schwede, was gab. Simon kämpft jetzt hier um Platz 2. Oh, grüner Panzer. Kann er den abschießen? Den Nein, Rinder? Hat es nicht geschafft. Und somit schnappt sich, ich bin das. Ey, guck mal, wo ich bin. Ich bin völlig abgeschlagen. Budi, Platz 2. Was gerade bei dir passiert, ist egal. Wir Ich kann halt echt aufhören zu spielen gerade. Und wieder über die Speedpads. Vio hat die rote Schelle. Schieß doch mal, mach den Blitz, Vio. Oh, da kommt der blaue. Unangenehm. Na, sind wir nach unten gefallen, ne? Ja, ich hol dich trotzdem noch ein. Ein Scheiß wirst du. Und der Simon flippt sich hier wieder eine Banane. Ey, was soll denn das hier? Oh, das war gemein. Ich bin auf der Schräge. Das ist natürlich äußerst fies. Vio setzt den Blitz ein, während Budi gerade auf einer Schräge war und somit von der Strecke abkommt, weil er eben nicht mehr kontrollieren konnte. Das heißt für Simon Platz Nummer 2, kurzzeitig zumindest. So lange, bis er wieder gegen die Bande fährt, weil er die Kurve falsch rumnimmt. Aber man sieht es auf der Minimap, genau in der Mitte. Der Abstand zu Nils ist einfach zu weit. Das wird schwer, das einzuholen. Aber jetzt mit dem Turbo vielleicht. Da liegt der grüne Panzer. Ei. Gut. Da setzt der Nils die Turbo in der Kurve ein. Gekonnt ihr, das macht slidet alles mehrmals. Nein. Und Vio springt mal wieder in das schwarze Loch. Guck mal auf der Map bitte, wo ich bin. Bloß weil ich hier ständig runterfalle. Ja, Frauen haben auch Ausreden. Das haben wir schon gehabt. Scheißspiel. Man merkt hier einfach, der Nils, der spielt wirklich oft. Der ist routiniert hier, gerade auch auf der Strecke. Nein. Mögen scheinen. Ich mag die gerne, aber ich kann sie nicht. Aber Simon hält sich äußerst wacker. Ich bin trotzdem dafür, dass wir jetzt einen Sport sagte der Moderator und schon flog er von der Strecke. Das ist echt zum Kotzen. Nein, den wirst du mich nicht überholen. Da ist er, der Budi hat ihn überholt. Ja, Simon, hör auf zu lügen, wenn der Budi dich überholt. Dann der Budi hat den Fach Stern und jetzt kommt auch noch... Der Budi hat ein großes Glück, hat den Stern hier. Aber man muss echt sagen, diese Strecke ist ein bisschen zu lange. Wir hätten vielleicht doch etwas anderes nehmen sollen. Ach nein. Wir haben von vornherein gesagt, Bowser's Castle, aber keiner hat auf uns gehört. Ihr wolltet ja Rainbow. Ich weiß nicht, ja, Simon wird ja immer zu Regenbogenfarben hingezogen. Ist ja auch so bei Restaurants, wo vorne so ein Regenbogensticker drauf ist. Da finden wir den Simon. Eigentlich ziehen wir auch nur wegen Simon nach Köln jetzt. Ja. Wir wissen auch nicht genau warum, aber er freut sich da besonders auf manche Stadtteile. Richtig. So, jetzt geht's ab, Jungs, und ich werde euch alle umholzen. Das ist meine Kampfansage mit viel Romantik. Ich werde euch alle umholzen. Komm näher. Wie viele Laps? Komm her. Das ist die letzte Runde jetzt hier. Verdammt. Hat die Bio. Ich hab keinen Bock mehr. Ja, da legt jemand schon ganz beruhigt das Gamepad weg und schweigt. Das ist der Nils. Er ist ein Genießer. Er schweigt. Und er genießt seinen Ruhm. Er macht keinen großen
ist vorbei. Ja, nein, es ist vorbei, das war's. Ich möchte noch betonen, dass ich die ganze Zeit als Zweiter geführt habe und er sich erst gegen Ende da reingerotzt hat. Ja, auch sagen, du bist ja gar nicht dabei in der Tabelle. Nils, was ihr alle nicht wisst, auf dieser Brille ist ein kleiner Computer, der projiziert kleine Röntgenbilder. Da weiß er immer, was in jeder Kiste drin ist und kann das damit beeinflussen. Machen wir noch eine ganz kurze, schnelle Strecke. Oder wahre Luigi Arena ist auch immer noch. Machen wir wahre Luigi Arena. Was denn, die ist doch gut. Macht einfach schnell. Welche, die oder die jetzt? Mach doch bitte einfach schnell was. Okay, dann machen wir die. Oh, schön. Ey, übrigens immer das allerschlimmste Problem, wenn man mit Leuten fies, spielen will. Dass sie den Gewinner wählen lässt, welche Strecke genommen wird. Ich finde, wir hätten Vio wählen lassen. Vio hat den Daisy Dumper gewählt. Achso, okay. Ah, das ist ja, dann werden wir jetzt mal sehen. Vio, genau. Ist ja spiegelverkehrt. Wenn wir genau mal die Vio beobachten. Jetzt kommt schon diese Spiegelverkehrt-Ausrede. Das gibt's eigentlich gar nicht. Wir beobachten jetzt mal Vio. Oh, ich bin mit den Pilzen unterwegs. Hat aber den Panzer vorgezogen. Genau, auf Platz 2 schon. Hartes Kopf-an-Kopf-Rennen. Erster Platz für Vio. Mit dem rosa Saurier natürlich mal wieder ganz hinten. Aber er macht den Turbo um die Ecke. Er schafft das ganz gut. Vio auf Platz 1. Das scheint hier wirklich zu liegen. Aber bremst zu sehr in der Kurve. Da hätte sie sliden müssen. Verdammt, da ist das besprochene Loch, wo man nicht reinfallen soll. Ja, genau. Nein, da kann man doch reinfallen. Ah. Auch der Simon sagt jetzt, da kann man reinfallen. Und viel aber wenn man sich die Statistik anschaut, Simon auf Platz 3, da kann man reinfallen. Da sollte man dann doch nicht reinfallen. Ja. Da sind zwei Items, du Honk. Sagt der. Das ist wichtig. Es ist unglaublich. Warum dürfen Leute die Spiel kommentieren, die es nicht können? Junge, ich weil spiel mit, Leute, die das Spiel nicht können, spielen. Au! Guter Punkt. Ja, wir genießen. Wir machen einfach mal ein Atmo-Take. Atmo-Take. Ist auch schön. Ist karibisch hier. Oh, und Booty ist auf Platz 1. Die asiatische Kampfansage hat gewirkt. Unser Glückskeks von Giga Games hält sich hier verdammt wacker und macht das richtig, richtig gut. Man muss natürlich sagen, oh, Bio hat als einzige ein anderes, langsameres Auto gewählt. Nein, das ist doch nicht langsamer. Doch, das ist langsamer. Das, ist das hat die Bio gerade gesagt und dann ist das so. Nein, oh. Genug der Ausreden. Oh, da hat der Simon gerade eine rote Schelle, glaube ich, direkt in die Bande geballert. Aber er schießt gerade das Ei ab. Das Ei des Todes. Die letzte Runde ist schon im Gange. Booty hält sich immer noch auf Platz 1, schafft den Turbo um die Ecke, ohne mal an die Bande anzukommen. Schießt den grünen Panzer nach hinten ab. Sehr, sehr schön. Vio probiert hier nochmal die Aufholjagd. Gerade sehr schön nach vorne gekämpft mit dem Stern. Aber der Abstand ist zu groß. Spieler 3 und 4 sind jetzt hier noch vor ihr. Und sie verweilt immer noch auf dem vierten Platz. Ich muss auch sagen, Nils ist ein ganzes Nein. hinter Booty. Simon kämpft um den dritten Platz. Ah, da aber ich glaube, Booty wird sich den Sieg nicht mehr nehmen lassen. Easy Game. Da hört man schon die erste Gewinneransage. Easy Game. Ganz locker zaubert der Booty diesen Gewinn aus seinem Easy Handgelenk. Easy Game. Ist schon im Ziel, kann sich zurücklegen. Easy Game, haben wir noch getroffen. Easy Game. Ah! Simon! Oh! Oh Gott! Da hat man es gesehen. Kurz vor Ende wird Simon nochmal Nummer 2 wird getroffen und schafft es dann nur auf Platz 3. Und somit müssen wir leider in die Werbung kommen. Naja, Simon, wir trösten dich noch ein bisschen. Ja, gleich. Werbung! Werbung. Noch nicht Werbung? Noch nicht Werbung? Nö. Noch nicht. Hello. Wir freuen uns auf euch. Eine weitere Stunde haben wir noch. Und wir bereiten uns... Nein, hör auf, du hast nur eines schon. Davon. Unsere Aufnahmeleitung rastet auf bei dem Budget, halt das du mir verfeuerst. Ja? Ja, genau. Das ist eine meiner Spezialitäten, um die Ecke spucken. Simon, mach weiter mit deiner Anmoderation. Entschuldigung. Kein wir Problem. Haben, wir haben sie unterbrochen. Und wir bitte moderieren Sie jetzt. Schmeckt nach Pizza. Lecker. Mhm. So, wir sind frei. Wir bereiten uns gerade auf die Stunde Null vor. Haben schon mehr Flaschen. Ja, wir warten darauf, dass die Bombe einschlägt. Wir können wer weiß. Vielleicht war der Jahr 2000-Bug auch einfach nur 6 Jahre zu spät. Ja. Die haben sich alle verrechnet. An der Microsoft-inneren Watch. Ja, die war eh noch nie ganz genau. Nein, wir haben heute viel Zeit. Wir haben eine Menge Movies, teilweise welche, die ihr schon kennt, teilweise nichts anderes. Und dann werden wir aber auch über natürlich die Spiele dieses Jahres reden. Und absolut. Mal so kurz resümieren, was euch persönlich denn jetzt vielleicht so in puncto Games, wir müssen ja über Games reden, oder müssen auch wir, gesellschaftlich, ja. Du kannst doch gerne was anderes nehmen. Ich dachte, das ist ein Bücher-Channel hier. Du kannst doch gerne, was denn dein Lieblingsbuch, Leo? Was hast du denn gelesen? Ich habe nur eins gelesen dieses Jahr. Deswegen. Das Dschungelbuch.
Das Dschungelbuch. Das ist ein sehr geiles Buch. Das ist so zum Aufklappen, wo dann so Dschungel aus Pappmaché und so rauskommt. Ja, das gibt's auch. Nein, aber der echte Roman, der ist echt geil. Ja. Ich hatte eins von Fisher Price, das hatte so gepolsterte Seiten. Das war nur viel davon, aber. Das war genau die Wand bei dir. Nachdem ich gegessen habe mit den fertigen Fingern, das war super, ey. Konntest genauso viel Spaß haben, oder was? Also, ich denke mal, lass uns erstmal die gesellschaftlichen Aspekte irgendwie angehen, denn ich denke mal, was man auf jeden Fall sagen muss: wir vier als alte Netzreporter müssen erstmal zwei neuere Gesichter hier begrüßen, oder? Ja. Also, das Jahr 2005 auf jeden Fall ein Jahr der. Ich weiß gar nicht, wie nennt man das? Neuen Gesichter? Alten Gesichter? Buddy? 6:1-Siege? Kein Scheiß. Merkt ihr das? 6:1-Siege ist ein wichtiges Thema, da werden wir gleich noch drüber sprechen müssen. Ich habe ja auch schon mal die Chips angeordnet. Das ist quasi der Sieg visualisiert. Also ja, das ist immer noch 2:1, also wir gewinnen immer noch. Leute, es tut mir leid, aber wir müssen jetzt an dieser Stelle gleich mal unseren ersten Break machen. Wir können gleich noch weiterreden, ja, aber das, jetzt gibt es eine wir Sache. Wir nennen den 6:1 Gedächtnisbreak. Selbst wenn der Buddy den Mund voll wegnimmt, verliert er immer noch. Jetzt kommt etwas viel Wichtigeres, und zwar der Hintern einer 50-Jährigen, der trotzdem noch besser aussieht als der Hintern jeder unserer Freundinnen. Das ist ein anderes Thema. Da gucken wir, da werden wir mal gucken. Da gibt es auch noch Videos vielleicht von. Ich habe letztens auf der Weihnachtsfeier eins gesehen. Das kann ich gleich zeigen, wenn ich hier und da einen schwarzen Balken hinmache. Schauen wir mal. Jetzt aber erstmal Madonna mit Hang Up. Wer ist Madonna-Fan? Ich finde Madonna total toll. Sie ist eine Legende. Ja du nicht. Er ist halt schon doch was ganz Besonderes, der Hintern. Ja, dieser Frau. Ja, aber wie gesagt, wir haben ja gerade eben auch drüber diskutiert. Ich meine, die kriegt ja so viel Kohle, und wie viel Kohle sie dafür einsetzt, um eben so auszusehen, das muss wahrscheinlich so viel sein. Ich wette, die wacht jeden Morgen in so einem Cremetank auf. Vielleicht sie sich davor wie Dracula. So. Wird für uns vielleicht aber auch irgendwann mal aktuell. Ja, wie sie jetzt. Ja, haben halt wir einfach, das nicht zu Hause? Viele von uns haben ja schon persönliches Studio. Einige von uns haben Ernährungsberater. Andere haben auch Vakuumsaugen. Meiner heißt Ronald McDonald. Sehr gut, sehr, sehr gut. Was hast du denn die? Ah, ich sehe, wir haben eine neue Visualisierung. Ey, der Buddy. Der Buddy hat, guck mal, der Buddy ist so, echt. Nein, der wollte jetzt wissen, welche Stäbchen muss man verschieben, damit es dann stimmt. Schön, dass wir das auch haben. Rufen Sie an. Wir haben ja eine Menge seltsamer, kruder Machwerke verfilmt. In der Tat. Ich verblase jetzt mein Budget. Oh, Moment, ich habe auch noch mein Budget, möchte ich auch sagen. Alles, was keine Lust hatte, letztes Jahr waren hier unbekleidete Jungfrauen, wollte ich sagen, auf deren Essen und auf deren und Körper Zirkuszwerge, die unsere Teller balanciert haben. Und heute ist das alles. Das ist das und die Chips. Aber das jeder nur eines. Alte Chips vom letzten Jahr. Ich heb mal's auf. Das sind doch eigentlich keine Chips, das war mal Vollkornbrot. Wir müssen aber leider uns jetzt schon das nächste angucken. Wir werden gleich noch heute diskutieren. Wir haben die Bücherkiste ja noch gar nicht geschlossen. Schauen wir mal, wir sind heute extrem intellektuell und extrem schon fast machiavellistisch. Aber dafür könnt ihr jetzt nachschlagen. Das gibt ein Jahr Giga Games. Da hat aber jemand Dings geguckt. Was geliebt? So sahen wir damals aus. Ja, so sahen wir damals aus. Tim war blond, hieß Eva. Ja. War aber heißer als jetzt. Ja, stimmt. Man muss mal auch mehr trainiert. Ich hab nie erwartet, dass sich der Bart dann so als Frau so unerotisch macht jetzt. Ja. Ich werde auch älter dadurch. Ach so, ist das so. Das wollen ja alle aber Frauen älter werden. Richtig. Ist das schlimm. Ja. Schön zu sehen. Vielleicht, du hast das ja schon tausendmal gesehen, weil wir dich damit voll gedröhnt haben. Womit? Mit dem einen Giga Games Ding oder? Zum Beispiel. Haben wir ja gerade gesehen. Ja, nette Sachen. Ich denke mal, also das ist ja schon uralt. Ich würde sagen, so alt wie Madonnas Hintern ungefähr. Nichtsdestotrotz immer wieder was Feines, aber wir haben ja auch im letzten Jahr wirklich viele lustige Sachen gemacht. Es ist definitiv gemacht. Nicht so frisch wie der 6:1, das du gerade kassiert hast. Unter anderem ganz genau, nur es ist lustiger gewesen, glaube ich. Also, was, das 6:1? Nein.
Ist das, ich will nicht weiterreden. Ihr seid Budi, so gemein. Den Arm, Budi, guck mal, das ist dein erster Silvester hier ja. im ja. Kreise. Der Gamer im Kreise als Consolero. Also das ist halt wahr. Letztes Jahr ging es mir sowieso schon scheiße. Dieses Jahr sollte es mir eigentlich besser gehen. Ja, da musst du ja auch noch mit Etienne zusammenarbeiten. Richtig, richtig. Ganz ja, nicht nur bei Budi, ne? Gemeiner eigentlich Mensch. Seid nur ihr drei übrig geblieben. Genau. Und direkt drei neue dazu. Ja, das stimmt. Ja, aber das ist ja und deswegen ist wir auch das Budget gerne. Jetzt, weißt du, das Budget musste gekürzt werden, damit die teuren Lohn bezahlt werden. Ja, weil wir einfach besser sind als ihr, deswegen. Dann versucht jetzt einfach diesen Tag ins Hirn zu schmeißen, auf dass das... Moment, ich habe noch einen Versuch. Auf ey, das ist Budget wieder erhöht wird. Bis irgendjemand ein Auge verliert. Ja, so sieht ja, das nämlich ey. Aus. Bis einer weint. Ist ein Konsolenbereich wieder frei? So eine Art. Gleich Thema Spiele. Wir haben viel Zeit heute. Lass uns doch so? Mal kurz über Spiele reden. Du fängst einfach mal an. Was wäre denn jetzt? Was war denn dein Highlight 2006? Alter Schwede, ganz schwierig. Also ich bin ja erst, ich bin ja wirklich ganz, ganz kürzlich erst in den Konsolenbereich reingegangen und deswegen kenne ich noch, ich kenne nicht alle Spiele, die er dieses Jahr rauskommen. Also ich kenne die Konsolen noch nicht so genau. Was ich sagen soll ist, was ich sagen möchte ist, ist eigentlich Jahr 2006. Die Highlights waren für mich tatsächlich. Hat was mit E-Sport zu tun, aber diese World Cyber Games Geschichte war wirklich extrem geil und möchte ich einfach mal ansprechen. Wie gesagt, wir haben ja heute Silvester und das war wirklich sehr, sehr cool, hat wirklich viel Spaß gemacht. Wir da sind selber auch Halo 2 ja, genau. Halo 2 Wettkampf, die Weltmeisterschaft, die blöden Amerikaner waren zu stark, aber kann man nichts machen. Nichtsdestotrotz, wir sind mit 14 Mann hingefahren. Halt fest! Das ist doch. Wee! Damit ist die Aufnahme auch nicht mehr mit an Bord. Nee, also wie gesagt, tatsächlich so das schönste Spiel, was ich bis hier. Was haben wir hier für einen Dreck bekommen? Simon, also Guitar Hero tatsächlich eines meiner Lieblingsspiele, die dieses Jahr frisch rausgekommen sind und auch wieder Katamari. Große Band, aus denen wird noch was. Genau. Die hätten wir eigentlich mal einladen können heute Abend, aber... Na, die sind zu cool. Die sind zu cool, stimmt. Ja, die sind zu teuer. Cool, die haben jetzt auch, nachdem wir sie gesendet haben, sind die auch sehr, sehr abgehoben. Groß abgehoben. Ja, ich hab gehört, die haben auch was mit Madonna und so gehabt zum Beispiel. Ja, aber es gibt ja mittlerweile einer davon. Der nicht Asiat ist. Mittlerweile auch Gerüchte, dass sie gern in türkischen Männersaunas gesehen werden. Also das ist ja schon so eine Sache. Ja, aber nur die nicht Asiaten. Ja, ja, da sind wir auch. Die gleichen Typen wie die von Milli Vanilli. Oh, die haben sich bloß ein bisschen gebleicht vorher. Ja, genau. Eines der vielen Themen in diesem Jahr. Ja. Felix, wie sieht's bei dir aus? Mein Traum ist natürlich, und mein Highlight war die E3, mein Traum ist es, auf zwei davon in meinem Leben zu gehen. Deswegen, liebe Leute, die ihr Giga Games macht, nächstes Jahr, wenn sie wieder stattfindet, ihr könnt einen Traum erfüllen. Aber das ist echt mein ganz großes Highlight gewesen, die E3. Ich war zum ersten Mal da und das war einfach phänomenal. Super geile Sachen, die man da gesehen hat, auch wenn man sehr, sehr viel Zeit damit verbracht hat zu arbeiten und dann eigentlich gar nicht so viele Sachen anzocken konnte. So eine Schande, Giga Games! Warum schickt ihr mich nicht zum Urlaub dorthin? Ja, aber das war echt mein großes Highlight und dann, ich zehre ja immer noch vom letzten Jahr von Half-Life 2, bald muss das Add-on kommen, sonst schrumpel ich zusammen. Und das wirklich physisch. Und dann wird er so groß wie ich. Das bin ich die das würde ich gerne sehen. Ich gut, da so irgendwo muss sehen. Das ja alles auch hin, das Material. Würde wahrscheinlich ja, so einen Arsch wie Madonna kriegen. Nur einfach aus Beton. Nur in knackig. Komprimiert, nein, in komprimierter Form. Es du meinst, morft sich dann zu einem gigantischen Super Ass. Ja, das zum Beispiel. Was ist denn dein Titel 2006, auf den du dich jetzt wirklich freust? Für den PC-Bereich. Elder Scrolls Oblivion. Elder Scrolls Oblivion warte ich. Kannst du nicht nehmen, drauf. Das habe ich schon für Xbox. Also, ja, aber schon mein Lieblingsspiel, das ist eigentlich ein PC-Spiel. Hellgate London. Deswegen kannst du kicken. Nein, also das und Hellgate London und ja, Half-Life 2 Aftermath. Aftermath. Ja, ich gucke dich an. Du guckst mich auch an, auffordernd guckst du mich an. Oder wolltest du ihn vielleicht einfach nur ein bisschen nee, also anmachen. Das Highlight des letzten Jahres war immer. Auf jeden Fall schön, dass du interessiert bist. Ja, rede einfach weiter. Das, lieber Keks. ja, die Roadshow natürlich, immer meines Erachtens natürlich irgendwie ein unglaublich nie dagewesenes Projekt. Giga Games geht auf Roadshow. Wir haben die 27 größten Städte der Welt bereist, haben in Mexiko-Stadt vor 200.000 Menschen die Sendung gemacht. Auch gar nicht wussten, was wir da machen. Parallel auf Altmexikanisch und Neuhebräisch. Und es war ein großer Erfolg, super, super gut. Und Boston Strider. Ich baue einen Strider, genau, da ist er richtig. Ja. Ich muss sagen, während du redest, kann ich was nützliches. Ich muss sagen, so Mineralwasser aus Sektgläsern schmeckt gleich ganz anders. Ja, finde ich auch. Ja. Ich habe einen Tripod gebaut. So. So. Steven Spielberg, eat this. Eat this. Eat this. Eat this. Oh mein Gott. Rennen wir vor. Krieg der Welten. Shaggy? Shaggy mit Wild Tonight ist Musikvideos 2 und dann Shaggy Mats. Wild Tonight. Mats 2. Geht 3 Minuten lang. 3. Ab geht die Post. Tschüss. Aufgrund unseres gigantischen Budgets ist es mir möglich, euch Achtung. Eine vorbereitete Theater Achtung, Special Effect. Special Effect. Fantastische Special Effects, wenn man vielleicht die Kamera ein wenig näher bringen könnte, denn ansonsten kommt der Effekt nicht zu seiner und jetzt. Geltung. Achtung! Achtung! Okay, aber jetzt. Los! Wagga, 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 wagga! Hey! Hey!
Nein, ist, da geht der Down, Pac-Man. Da geht der Down. So sieht es nämlich aus, Alter. Check das. Pac-Man nicht, wir sind, so. So. Warst du das schon? Wir haben nur wenig Zeit, bevor es zu einer weiteren großartigen, zu einem weiteren großartigen Beitrag von uns kommt, nämlich dem GT-Beitrag. Oh, schön. Wer war denn alles beteiligt? Und das ist nämlich jetzt interessant. Du erinnerst dich an mich? Ich wollte gerade sagen, achte nämlich mal links auf mich. Der erste Mann, der Simon jemals schlagen durfte und das auch noch mit Erfolg. Das? Nämlich eine blutige Lippe hat er mir geschlagen mit seiner Ninja-Action, als er von dem Pfeiler hervorkam und einfach mit voller Hand durchgezogen hat. Das ist, weil ich, das steckt so drin in mir, ich kann nicht anders. Da warst, da warst du ganz frisch dabei, kann das sein? Oder? Es geht. Ich bin ja jetzt auch schon da. Ja. Auch wenn man es nicht merkt. Ja, nein. Ja, man merkt es nicht mehr. Mann aus der zweiten Reihe. Er ist eigentlich der Typ, der im Max-Bereich sitzt. Also, nee, der Timmy, also wie gesagt, wenn man genau hinguckt, ist ganz lustig. Du hast ja außerdem noch einen Schlag in die tieferen Regionen bekommen. Richtig. Wurde aber auch noch. Aber das war gefallen. Das hat gefallen. Ja, ja, herrlich. Du hast ihn auch getreten, fällt mir gerade ein. Ja, wieso durfte ich Tim eigentlich nicht treten in den Videos? Das holen wir nach. Nicht einen durfte ich treten. Um 12 Uhr ist es weiter. Um 12 Uhr wird getreten. Um 12 Uhr wird zurückgetreten. Wir werden uns jetzt erstmal die besagtes Movie angucken. G-Team. Und ich finde es sehr schön, zum ersten Mal, du bist dabei, obwohl du da noch nicht dabei warst. Jetzt bist du aber dabei. Ist doch toll. Ein Paradoxon. Timmy. Großes Kino. Schön. Ganz, ganz großes Kino. Der Schrottplatz, an dem wir das gedreht haben, ist mittlerweile Weltkulturerbe. Ja, da kommen die ganzen Touristen mit Bussen angekarrt, ja, zu Tonnen, um sich verschrotten zu lassen. Anzuschauen. Also, man kann dann auch so kleine Schrottutensilien, die wir angeblich mal berührt haben, als Souvenir kaufen. Sind aber schweineteuer. So kleine Tetrapacks von Budi. Ja. Und diese Szene, dieses eine Foto gibt es als Standbild, wo ich dich so trete am Ende. Das gibt es als Standbild. Das haben durchaus kleine Mädchen über dem Bild, weil sie das so toll finden. Warum nicht? Über dem Bild. Über dem Bett, meine ich. Nee, wirklich schön, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben uns aber auch gesofft wie sonst was bei dem Videodreh, weil wir alle so unfassbar kreative Ideen hatten, wie wir das G-Team nachmachen wollten. Aber es hat letztendlich echt gut geklappt und ich würde mal sagen, das ist schon was Feines gewesen. Ja. Patrick übrigens nochmal ganz groß an der Stelle. Ja, am Ende mit dem Messer. Am Ende, also Patrick, man kann sich dieses Video auch runterladen, rein theoretisch. Und nur für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, guckt euch die letzte Situation nochmal an und achtet dabei auf den Patrick Papst, denn es ist sehr lustig. Es ist wirklich sehr lustig. Achtet aufs Ende. Wir müssen jetzt auch kurz ein kleines machen. Dann geht's nachher weiter. Wir haben noch ein bisschen was. Ist ja noch nicht. Wie viel haben wir denn? Ja, weißt du nicht, kurz vor. Ja, kurz, bald. Ach, kurz vor, ja. Bald. Wir gucken uns das alles gleich an. Wir haben noch weitere genau. Movies und vielleicht noch ein bisschen Musik für euch. Jetzt aber erstmal Werbung. Wir bemühen uns aus vollen Kräften, unser Budget zu verschwenden, ja gar zu verschießen, ja. Sprichwörtlich. Roland Emmerich-Filme haben nicht mal Budget. Ja, ich meine, Roland Emmerich hat auch aus wenig viel gemacht und das ist im Grunde der Inhalt von Star Games. wir haben jetzt was, ein Musikvideo, das quasi deinen vorangegangenen Job beschreibt, lieber Topmodel, Nils. Oh, gut geraten. so mit ins Blaue. Ja, nee. Von wem? Von wem kommt das? Ich hätte jetzt Grapefruit gesagt. Hier, von aber Madonna. Madonna-Töne. Topmodel. Mhm. Jetzt. Ja gut, das war jetzt eher ein Video für die Frauen von Giga Mach das Video wieder an! Mach das Video wieder an! Oder auch in der Regie. Oder auch für Frauen wie Felix, die sich einfach mit dieser Rolle sehr einigen. Du verstehst, was ich sagen wollte, ja? Ich hab nicht zugehört. Du hast nicht zugehört. Es ging ja hauptsächlich um Essen. Du bist doch so rot plötzlich. Ja, so leicht angeheizt. Ich trage auch keine Hosen, aber ich bin gerade nicht sehen. Und das Blut weicht aus dem Gehirn. Mensch, wir haben noch ein bisschen Zeit. Oh. Wie wäre es, wir fangen jetzt mal bei unseren Neulingen, klingt immer so von oben herab, aber ihr seid ja die frischen Zugänge bei uns. Genau, wobei, du bist ja neu. Im Vergleich mit dem ein Jahr Giga Games Movie schon. Ja, das zwar, ist wohl ihr beide. Sagt doch mal, wie habt ihr jetzt euren Start hier in der Sendung erlebt und alles, also... Tim hatte den eindeutigen Vorteil, dass er von Anfang an wusste, wo er hin will, ja? Oder muss, oder soll, oder kommt. Nein, wir haben uns die freie Meinungswahl. freie Wahl, ihr dürft hier eine Meinung suchen. Ja, ich durfte ja zu Giga Green gehen, was dann nach Berlin gegangen ist ohne mich. Ohne dich einfach. Ja, und dann habe ich ja erstmal Games gemacht und das war eigentlich ganz okay. Man darf ja nicht vergessen, wir sind die einsame Insel. Das lief ja so, damals als Giga Green nach Berlin ging, da fanden wir die View in so einem kleinen Körbchen vor unserer Tür liegen und haben wir gedacht, naja, nehmen wir sie mal auf. Sie hat nur ein Gameboy in der Hand, gell? Ich kann mich noch erinnern. Da habe ich euch so angeguckt wie diese Katze im Shrek. Ja, und dann haben wir gedacht, nee, die können wir nicht einfach über den Jordan, so über Nil schicken. Da, nee, die nehmen wir einfach noch. Bei mir war das ja genau andersrum. Ich war ja erst in Berlin, da war aber keiner, deswegen bin ich dann. Und dann bist du hergekommen und hast gedacht, schnell, der Tim kommt. Scheiße, jetzt müssen wir nach Köln. Ja, geht schnell. Ja, das ist was. Also ich fand es immer ganz lustig. Vio direkt von Anfang an mit dabei, durfte direkt mit auf den Roadshow und das war schon echt. Oh, das war geil. Das war richtig. Sehr krass, richtig oder? Ich habe mein allererstes Take in Köln auf dem, was war das, Rudolfplatz war es, glaube ich, ne?
vor, ich weiß nicht, wie viele tausend Leuten ihr habt. Wie viel waren da? 20, 30.000 waren es schon. Ich glaube, das gesamte Stadion wurde danach gebaut. Robbie Williams hat sich beschwert, weil auf seinem Konzert so wenige waren. Ja, genau. Die waren alle bei uns. Er hat es immer noch angerufen, aber ich habe ihn weggedrückt. Hast du ihn weggedrückt? Sorry, Robbie, jetzt Roadshow, haben wir ihm gesagt. Ich weiß nicht, das war ganz groß. Auf Tour. Mit ihm. Wir sollten ja auch Vorgruppe zuerst sein. Wir hatten ja auch einen Sänger. Vorspieler vor Robbie Williams. Wir haben ja noch einen besseren Sänger dann gefunden als Robbie Williams. Wie hieß er eigentlich noch? Was denn? Fero? James Kakande oder so? James Kakande! Genau! Der Mann, der nicht nur riecht wie eine Frikandel, sondern auch fast so klingt. Ja. Und war ein ganz großer Mann. Wer ihn gesehen hat, James Kakande. Nichts verpasst. Ja. So ungefähr. Ja. Hat trotzdem Spaß gemacht, oder? Ihm nicht, nee. Nein, ich meine generell die Roadshow dazu. Oh ja. Ach so. Ich weiß nicht, ich war nicht mit dabei. Ah. Oh. Ein Jahr später ist er immer noch traurig, aber zu Recht, denn schade, sie war echt toll. Aber wir haben jetzt was anderes. Wir gucken uns nachher auch nochmal eine kleine Station der Roadshow an, nämlich Oberhausen. Aber vorher haben wir noch was anderes. Sie erinnert uns euch an den Michael. Der war mal hier, der war mal im Konsolenbereich. So ein Ach, dieser alte. Der ist so langsam, weißt du, der wie immer noch wachsen, der schon langsam geschrumpelt ist. Der ist so langsam eine Einheit mit seinem Tisch eingegangen. Der hatte schon den Altherrenduft an sich. Genau, der Mann mit dem Altherrenduft. Hatte der nicht noch den Atari und den C64? Ich glaube, wir haben den Punkt kapiert. Er ist sehr alt, sehr alt. Der sehr, sehr alte Michael und ich, wir mussten für unsere tausendste Sendung was für den Konsolenbereich machen und haben uns überlegt, wir nehmen unsere Helden und leben ihr Leben nach. Was dabei rausgekommen ist und wie toll das ist und warum ihr euch gleich vor Lachen hoffentlich kringeln werdet. Sehen wir in der Josef Stalin-Matz. Sehen wir in der Josef Stalin-Matz. Nennen wir sie insgeheim. Wir sind drauf, ich kenne das auch. Ich hatte ja wirklich wenigstens zumindest eine Klage von Nintendo erwartet und irgendwas in der Art, aber die haben uns mal wieder komplett ignoriert. Ja. Aber es ist traurig. Aufmerksamkeit! Bitte verklagt uns! Wir verhohnepiepeln eure blöden Maskottchen! Ich glaube, die haben einfach kein Astra. Die haben kein Astra, Nintendo Japan kein Astra, verdammt, wir hätten da eine hinschicken sollen. Und wir haben gedacht, unser Plan wäre kugelsicher. Ja. Nächstes Mal. Roadshow 2 ist dann Station Roadshow, direkt Japan. Akihabara Viertel. Hm? Ich freue mich drauf. Aber ich muss jetzt sagen, viele neue Änderungen. Natürlich, wir jetzt auf Astra bzw. über den Satellit. Ich bin ja jetzt auch so, ne? Ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt. In der Sendung sitzt jetzt schon ein paar Tage da. Wer bist du? Ich weiß. Wer ist der Mann mit dem roten T-Shirt? Die Kamera ist im Abend gekommen, aber in Wirklichkeit findet ihr es natürlich total lustig, dann dir zuzuhören. Ja, und da müssen wir natürlich gucken. Ich bin sehr gespannt, was das neue Studio angeht. Oh ja. Oh, stimmt, wir werden ja ein neues Studio kriegen. Genau, wir sind ja jetzt, in ein paar Tagen geht es ja schon los. Vorher gibt es noch ein paar Klassiker natürlich. Wir senden jetzt erstmal ein paar Tage dann Klassiker-Sendungen. Die besten Sendungen. Die besten Sendungen. Wir senden unter anderem die GT-Mats 24 Stunden am durchgehend. Stück, auf einem eigenen Sender. 18 Tage. Repeat. Und manchmal auch im Random mit sich selbst. Ja. Großartig. Du wolltest aber noch weiter erzählen. Ich wollte eigentlich nur erzählen, dass ich mich sehr darauf freue auf das kommende Jahr. Ich bin ja noch nicht so lange dabei. Wir haben auch nachher Bilder vom Studio. Wir freuen uns alle, dass du da bist, Timmy. Das ist schön. Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Timmy und Vio, das neue Paar? Ja. No. Ja, nachdem ich jetzt Felix schon was mit Simon hatte und Gregor neulich mal am Arm so, hab, das, ne? das ist ja wie bei Sims. Das ist ja wie bei Sims. Genau. Das ist doch mal eine wichtige Frage. Wie geht's weiter mit unserer Sims-WG? Ich freue mich da auf fantastische Geschichten. Da gibt's eine Episode zu. Das Problem ist jetzt neben Felix und der ist so homophob, dass er mich vielleicht gleich schlagen wird. Homophob gerade, top! Ich habe ein bisschen weiter gespielt und ich habe gar nicht groß eingreifen müssen. Die Dinge haben sich von alleine entwickelt. Und ist jetzt also, wieso eben? Ich habe dann irgendwann mal Tim und Felix in den Whirlpool geschickt, der oben einfach mal so testweise. Fing er zu blubbern an, obwohl er gar nicht angeschaltet war. Nein, dann fing das so an, dann haben die beiden sich so gegenseitig geschmeichelt, dann hat der Felix dem Tim eine Massage gegeben.
dann haben sie sich geküsst, dann haben sie sich gestreichelt und dann auf einmal gab es ein Techtelmechtel und dann kam so eine 3D-Animation. Also die ganzen Display, also die HUDs gingen alle weg, die ganzen Einstellungen und Möglichkeiten, kam ein schwarzer Filmbalken und dann kam so eine Szene, wo die beiden halt Sex unter Wasser hatten. Ja, aber was stellen wir dabei fest? Also es ist wenigstens keine so ungute Stimmung, wie du damals im Max-Bereich gemacht hast. Deswegen bin ich auch rausgeflogen. So, pass auf, aber ich habe das alles aufgenommen. Auf Patrick gehen. Ich habe es aufgenommen. Sagen, weil das ist gut. Es gibt das alles auf Video. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich das falsch eingestellt habe oder ob es nicht besser geht, aber die Qualität ist miserabel. Den konnte ich nicht zeigen. Aber es gab auch eine lustige Szene, da ist Felix durchgedreht. Ich weiß nicht warum. Ist durchgedreht und kauerte wie so ein Nilpferd irgendwie auf dem Boden. Und dann kam so ein Typ mit Bart und so einer Hypnosetafel. Oh, hat ihn hypnotisiert und vollgebrabbelt. Und dann ging es ihm wohl wieder gut. Okay, kleinen psychischen Schaden. Eine Sache noch, nachdem die beiden in dem Whirlpool Freude hatten, Schächtelmechtel hatten, und er aus dem Whirlpool stieg, das Erste, was in seiner Gedankenblase kam, war Hunger. Ja, die zwei Grundtriebe des Felix Rick kennen wir mittlerweile nach drei Jahren. Ich bin doch zu durchschaubar. So leicht zu durchschauen. Nein. Aber Nils, du ziehst doch immer noch deinen Profit aus der Kegelbahn, die du direkt neben Videos grabst. Ja, ich wollte nicht ein zu ruhiges... Ich bedanke mich nochmal für die Trauerfeier. Aber es gibt übrigens auch ein Video, wie die Vio als Geist durchs Haus spukt. Oh. Ja? Und du hast mich auch erschreckt. Aber es gab Karrierepunkte. Und hat Adi nicht mal auf der Straße geschlafen? Nee. Ja, Budi ist der immer, der auf der Straße schläft. Der Budi schläft auch in seinem eigenen Essen. Du kannst es ja nochmal zeigen, wie das aussieht. Ja. Stellt euch vor, der ist Essen schon lange abgelaufen. Machen wir virtuell ja immer wieder gerne, aber dann suche ich mir neue Plätze aus, wo ich mich dann hinlege. Aber generell ist es ein großer Spaß. Ich mache das nur, wenn eine richtig schöne warme Lasagne drin ist. Eben, also ja. kalte Salzstangen sind nicht ganz so mein Fall. Die zwicken beim Schlafen. Und im Auge. Salz im Auge. Salz auf unseren Augen. Ganz großer Film. Besser, ja. Die ganze Zeit schwarz einfach nur. Schwarz, zwei Stunden lang. Und der brennt. Der brennt ziemlich, ja. Wir müssen jetzt weitermachen. Genau. Ich habe keine Ahnung mit was, aber ich sehe dunkelgraue Balken hier. Das ist alles, was ich noch erkennen kann. Das bedeutet Werbung. Werbung. Werbung! Ja, wollen wir nicht. Wir haben doch früher so tolle Überleitungen gemacht. Wollen wir nicht uns spontan eine einfallen lassen? Ja, du Bulli. Fängst mit W an. W. W. E. 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 R. B. W-E-R-B. Von der Community lange gefordert, jetzt endlich gerade kurz zu sehen. Stefan Borgweinwild. Der große Mann hinter den kleinen Giga Games. Wir freuen uns, dass er hier ist. Und uns gleich angemeckert hat, dass wir das Studio so eingesaut haben. Haben wir doch gar nicht. Ha! Niemand. Oh, Achtung, können wir das jetzt in Slow Motion wirklich so? Ja. Okay, wir ignorieren das, wir kriegen gerade böse Blicke. Ja. Aber mein Gott, was soll das, weißt du? Und wir nach Köln. Der ist auf meinem Bein gelandet, der ist hochgegangen. Wie gut, wie versteckt du das machen kannst. Wir haben nicht mehr viel Zeit, wir werden heute noch ein bisschen... plaudern. Was, unsere Lebensenergie läuft aus? Wir werden uns vergangene Sendung noch angucken, wir haben ja auch zu unserem Start... bei Astra Digital, Giga Digital die haben wir auch. Zum Beispiel haben wir auch die GT-Mats gezeigt. Mario Luigi haben wir auch gezeigt, ja. Aber wir haben ja auch damals das Ganze so noch mal ein bisschen erklärt und also die Sendung uns was erklärt. Was wir sind, und wer wir sind. Dass es immer ein bisschen seltsam ist, wenn wir versuchen uns zu erklären, das kann man sich, glaube ich, jetzt in diesem Beitrag angucken. Ich habe ihn selbst noch nicht gesehen, ich habe die Sendung damals verdrängt, aber... Gucken wir es uns halt immer an. Viel Spaß. Willkommen, Freunde der frühen Nacht, zum neuen offiziellen Mekka der Giga-Generation. Und zwar ist das Astra Digital. Ich freue mich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. 8 Uhr ist es und das bedeutet, wir starten ab heute unseren eigenen Sender, den wir uns zusammengeklöppelt haben in den letzten Wochen. Ich freue mich sehr, dass ihr jetzt eingeschaltet habt und ich hoffe, dass ihr die kommenden 96, 182 Stunden auf jeden Fall permanent auf unserem neuen Sender bleibt. Wir haben nämlich ein unglaubliches Portfolio an Programmen für euch. Wir haben nicht nur Giga Green, wir haben Giga Games, eine großartige Sendung, Giga eSports, Giga Play und wir haben noch ganz viele andere im Vorbereitung. Ich kann nur sagen, bei uns geht es um Stars, bei uns geht es ums Internet, bei uns geht es um Hightech, bei uns geht es um Technik, um Games. Um alles, was irgendwie für die jungen Leute da draußen und auch für einige Ältere interessant ist. Ich weiß nicht, was es ist.
Wir sind genauso fasziniert wie ihr. Wundern uns gerade, was das eigentlich sein sollte. Ich bin froh, dass unsere liebe Regie ganz schnell diesen hässlichen Mann weggedreht hat. Der ganz plötzlich wirklich einfach auf unserem Sender erschienen ist. Wir hatten ursprünglich vor, euch was anderes zu zeigen. Ja. Ich glaube einfach, viele nackte Frauen, aber... Die Matze ist ja verschwunden. Und kleine Babys. Zeitgleich mit dem Auftauchen von Stefan Borg hier im Sendecontainer ist diese Matze verschwunden. Genau. Wir wissen nicht, wo sie aufgetaucht ist. Und mit ihr auf die Toilette. Ja, jedenfalls glaube ich nur, dass die Regie sich einfach nur von meiner Frisur damals sehr beeindruckt war und mich vielleicht indirekt jetzt auffordern wollte, da was zu ändern. Was zu ändern wieder, ja. Ja, mal wieder. Generell vielleicht. Mehr so ins Gesicht. Wird mal Zeit zum Kahlschlag oder sowas. Ja, Kahlschlag. Ja, ich wäre dabei. Meine Haare wachsen 10-mal so schnell wie deine. Karate-Job-Kahlschlag. Einmal. Egal. Fang doch einfach mal damit an, dass du dir so ein Schnurrbart wachsen lässt, einfach nur. So klump, das ist auch nur klein, ja? Oder das? Ja. Nein. Das kommt im Fernsehen nicht so gut an. Aber es wäre mit der Zeit für Revivals, ja. Wir haben gleich noch Robbie Williams, aber deswegen würde ich sagen, kommen wir zu unserem Robbie Williams ähnlichen Netzreporter. Ja, Neo wird er ja auch genannt. Keanu Reeves, warum genau? Weiß immer noch keiner so recht? Ich weiß nicht. Kam einfach irgendwann auf. Genauso wenig wie du weißt, wer das eben war. Und was? Nee, keine Ahnung, hat auf jeden Fall scheiße moderiert. Aber das ist ja Vergangenheit, verstehst du? Das betrifft uns ja nicht. Genau, mehr. Wir starten ja neu durch. Oh, ja, ich wollte dich gerade ansprechen und fragen, warum du einfach so deprimiert ein Kick nach dem anderen. Mir ist schon so schlecht. Ja. Du bist doch die ganze Zeit so schlecht. Chips allein ist ja noch okay, aber Chips mit dieser puren Chemie von wie nennt man das, Speck oder so? Schweinespeck. Boah, ey. Mensch, total lecker. Wenn wir uns jetzt, das ja noch, wie ich gleich live Man muss ja sagen, das ist erhitzter Lebertran mit Farbstoff. Der ein bisschen Zucker dazu bekommen hat, ja, und dann... Lebertran? Klugscheißer. Simon, weißt du, ich hab's auch gegessen und es ist lecker, weißt du, es ist egal. Man muss das Leben auskosten, wo es ist auch lecker. Das Leben muss man kommt. Auskosten. Oder drin schlafen. Ja. Das Leben muss man auskotzen, wie bitte? Je nachdem, im Moment schmeckt's danach, ja. An, wie spät die Silvesternacht schon vorangeschritten ist. Ich hoffe, dass wir auf jeden Fall die heute noch bis zum Ende kriegen. Deswegen müssen wir jetzt erstmal ein bisschen Robbie Williams spielen. Tripping, großartiges, geiles Lied, geiles Video, geiler Typ. Tritt morgen bei uns auf, bei Giga Games, freut euch drauf. Nackt. Ja, Robbie Williams morgen bei uns live im Studio. Ich bin sehr froh, dass er eine kleine Station einlegen kann. Live die Schuhe putzen. Ja, ich hab das klar machen können. Und er hat auch schon mal vorab über sein Management ein kostspieliges Präsent vorbeibringen lassen. Aber der teuerste Sekt, den es in unserem Land gibt. Ja, im Plus gibt. Für Geld zu kaufen. Nur über Beziehungen kommt man ja, meine Damen und Herren. Ähnlich wie der Pirelli-Kalender, ein Item, genau. Das man nur bekommt, genau. Wenn man auf einer bestimmten Liste steht. Ey, darf ich euch kurz unterbrechen? In diesen Dingern, ja? Da waren Witze drin. Ja, genau. Nee. Nein. Das ist wie so ein Glückskeks. Nein, da hätten wir die ganzen Sendungen mitbestücken können. Hier, ich hab einen. Meinungsforscher zum Taucher. Und, was halten Sie vom Rauchen am Arbeitsplatz? Boah. Boah. Weil man nur da was nicht rauchen kann, gell? Das war der Witz. Ich dachte, wegen Meinungsforscher gibt's aber zu drei gar nicht. Nein, ich habe was anderes. Seit der Wahl nicht man mehr. Man kann über zu kleine Schuhe sagen, was man will. Einen Vorteil haben sie. Man vergisst darüber alle anderen Sorgen. Oh ja, das ist eine Weisheit, die... Mhm. Ja. Denk mal drüber nach. Ich weiß nicht, was machen diese Menschen, die Silvester-Dinger bauen? Mhm. Okay. Hier, komm. Nee, da ist auch nichts mehr drin. Hier, ich hatte den einmal kaputt gespielt, weil das langweilig war. Was ist süß und schwingt durch den Wald? Ein Tarzipan. Tarzipan. Ja, mein Gott, also ich habe mich nicht abgelesen. Was ist grün und schwebt über Polen? Peter Panski. Ich kenne alle schlechten Witze. Was ist weiß und stört beim Essen? Eine Lawine! Mann, wir holen die schlechtesten Witze der letzten 20 Jahre raus. Seid live dabei. Was gibt's schon Besseres zu tun jetzt an Silvester, als uns zuzugucken? Mir fiel etwas ein. Ja, uns zuzugucken, was wir früher getan haben. Oh ja, viel besser. Yeah. Was hätten wir denn da? Wir haben so viel gemacht. Ich weiß gar nicht, es gibt ja immer noch Leute da draußen, die leider noch von unserer Unglaublichkeit überzeugt werden müssen. Und deshalb sind wir auf Roadshow gegangen, haben wir vorhin ja schon mal kurz erwähnt, um die Leute zu bekehren, so ähnlich wie die Kreuzritter früher. Und wir waren auch in Oberhausen, das war die letzte Station unserer ungefähr 14-tägigen Reise quer durch da war die auch Nation. Kurz dabei. Da warst du kurz dabei. Und das war die letzte Station, da waren unglaublich viele Leute da. Ja, sehr viele. Und wir hatten großen, großen Spaß. Was genau wir gehabt haben, das können wir euch ja nochmal zeigen. Hallo Zentro, hallo Roadshow Roadies und natürlich auch hallo Zuschauer daheim. Herzlich willkommen zu unserer letzten Sendung, zu unserer letzten Gamesendung direkt aus dem Parkverbot.
hier in Oberhausen, am Zentrum Oberhausen. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Ich bin beeindruckt. Ich bin wirklich echt beeindruckt, wie viele Leute sich hier versammelt haben. Heute mal wieder zu unserem, und da muss ich es leider sagen, zu unserem Abschiedskonzert. Es ist der letzte Tag der Giga Games Roadshow. Ihr habt es gemerkt, kann ich vielleicht ein kollektives Ohr hören? Jede Menge Mitleidsbekundungen aus den Zuschauerreihen. Danke an dieser Stelle für eure Mitarbeit. Ab Mittwoch heißt es dann wieder Studio statt Showtruck, Container statt Karaoke. Aber ich kann euch versprechen, wir werden jetzt nochmal für euch hier richtig Party machen. Danke an dieser Stelle, dass ihr alle gekommen seid. Danke, dass hier wirklich nochmal der Abschluss unserer schönen Giga Games Roadshow, die uns alle überrascht hat, nochmal mit so vielen Leuten feiert. Wieder dieser hässliche Mann. Ja, ja. Aber wo kommt der her? Den Haaren. Du hast warum hat er sich eingeschlichen? Ich wünschte, du wärst so ein bisschen mehr wie Waldo, der sich irgendwo auf irgendeinem Bild versteckt und den man ewig suchen muss. Oh, bald drängst. Hätte man wenigstens auch Spaß. Ihr wollt was von Oberndorf. Und so eine Pudelmütze auf. Ihr wollt was von Oberhausen sehen? Ihr habt was von Oberhausen gesehen? Nein, nein, nein. Ernsthaft. Das Rückwand unseres Trucks Simon, mit mir davor gesehen. Wir haben gesehen, dass du dich Oberhausen nicht rasiert hattest. Das haben wir gesehen. Ich habe vieles nicht gemacht, ja. Oh, was machst du denn? Was machst du denn? Warum machst du auf? Ich weiß es nicht. Das ist unser einziger Scheiß. Aber man muss doch einschenken. Nein, um 12 ist Loch. Wer macht denn jetzt mal jetzt Karate? Job. Haben wir einen Soundeffekt so. Über Regie? Irgendwas? Nee, er hat es geschafft. Das sieht wie aus wie neu. Das macht man inzwischen so. Wir machen dann einfach alle so und miteinander. Das macht keiner. Ich gehe einfach alle weg. Wir haben aber noch ein bisschen mehr. Wir kriegen natürlich jetzt ein neues Studio und ich hoffe, das wird dann komplett aus Gold sein. So, wir verdienen es zumindest. Ja. Und wir haben lebende Stühle, zwei Schrepperinnen, die uns einfach tragen werden. Ja. Und ich will auch. Oh, hier sehen wir das. Das ist ein erster Rohentwurf unseres neuen Studios. Allerdings dann komplett in weiß gehalten, was die Couch angeht. Ja, das also ist da bleiben wir dem Pornostil treu. Ich mag das Weiße. Ja, sieht man auch die Flecken weniger. Deswegen, schwarz ist, wie gesagt, auch nicht schlecht, aber sieht ein bisschen zu dunkel aus. Deswegen, es wird später weiß sein. Wir haben schon bei Ikea die entsprechenden Vorkehrungen getroffen. Wir haben aber auch noch den Konsolenbereich. Und das sieht doch echt nochmal ein bisschen anders aus, als man bisher kennt, Budi. Man merkt also ganz dein klar neuer Arbeitsplatz. Den Trend man merkt aber auch vom normalen, sterilen Studio in diesen Lifestyle-Bereich. Absolut, ich meine, deswegen sind wir beide jetzt auch in dem Bereich. Ja, und wir werden anderen, die davor sein, die moderiert haben, hat es keinen Sinn gemacht. Man merkt aber auch gleich im Konsolenbereich, ihr macht nur noch Xbox-Spiele. Nein. Trugschluss. Schon verkauft. Die anderen haben wir gerade bei uns zu Hause gehabt. Aber ich glaube, Budi, wir werden da echt dann zur Ordentlichkeit verdammt. Das ist, Moment! Moment, nein! Das Einzige, was mich stört, du bist eine Frau und ich will keine Ordnung in meinem Arbeitsplatz haben. Das ist gemein. Ich werde auf jeden Fall versuchen, dort so alles wie möglich unordentlich zu machen wie möglich. Das wirst du schaffen. Ja, du kannst ja deinen Sessel unordentlich halten. Wir haben aber noch ein bisschen. Ich habe gehört, auch mich sitzt gemütlich und bequem. Ich wollte es mal sagen. Gucken wir mal, was der Max-Bereich hat. Mensch, das ist im Keller, drei Etagen tiefer, aber trotzdem noch im Studio quasi. Tim freut sich schon, dass er zwei Stunden stehen darf. Nein. Es gibt natürlich, du kriegst einen Barhocker. Vielleicht, ja. Ein Halt sogar so mit oder einfach so ein Seil, was von oben in der Schlinge baumelt. Der Patrick Papst hat doch schon gezeigt. Zusammen mit dem Rechner, jedes Mal, wenn der abstürzt, geht er sich auch auf. Das wäre doch mal ein Feature. Die Moderatoren sich live mit dem Rechner aufhängen. Ja. Das wäre dann so ein Crossover zwischen Giga Games und Survivor, wo man auf lebensbedrohlich dann mal schauen, ob er durchkommt oder nicht. Regelmäßig jede Woche neue Moderatoren. Sonst unsere Kurve mit El Jazeera, muss man sagen. Gibt's auch überhaupt. Ja, nein, das waren leider die Bilder. Ja, aber jetzt hat man den PC-Bereich nicht gesehen. Das heißt nicht, wir sind ausgeblieben. Nein, das heißt eigentlich nur, PC-Bereich ist natürlich weiter im Schreibtisch. Und weiterhin schreibt sich schon dieser unmotivierte, unreflektierte Laut einfach nur. Einfach auch zwischendurch vollkommen raus. Weiterhin der Tisch, den wir hier bei uns im alten Giga Game Studio haben, der wird es wahrscheinlich einfach mit nach Köln schaffen. Genau. Nein, nicht der hier, sondern da, wo wir immer reden. Hallo! Ja, wir haben 30 Sekunden noch. Wir können also noch mal ganz kurz alles jetzt heiß machen, anmachen, los geht's. Los geht's! Countdown! Er hat ja ein Feuer. Au, ich verbrenne mir Finger, Funken. Ah! Au! Gib mir auch eins. Au! Gib mir nimm Feuer. Es denn. Au! Ich sehe schon, jetzt ist es gleich vorbei. Gleich geht er auch Bilder an. So. Nimm das Feuer. Hat sich doch gelohnt, dass ihr so lange dran geblieben seid. Wir haben doch den Kopf, ihr fängt alles an zu brennen. Alarm! Alarm! Und Silvester! Es ist Silvester, Steck drauf! Hey! Sehr gut.
Ich wusste, das hat einen Grund, dass ich früher auch... Simon, der singt! Simon! Ist es schon 12? Ist es schon 12? Ja, Simon! Hey. Ist es oder nicht? Hey. Sehr gut! Egal! Könnt ihr verstehen, warum man uns kein offenes Feuer hier erlauben muss? Nein. Ja, völlig unverständlich. Was soll denn das? Aber ich habe mich schon gewundert, wann passiert endlich was? Also ich denke mal, das ist... Ich freue mich sehr. Sehr gut. Wir fassen das Studio an. Schön ist, da wir große Fernsehstars sind, müssen wir nicht aufräumen. Ja, ja, richtig. Ja. Richtig, ja. So. Das macht uns ja auch große Freude. Frohes Neues! Frohes Neues! Alles auf ein nächstes Jahr!